Moin, moin, Luch, herzlich willkommen. Was ist mit meiner Kamera los? Ja, egal, ich bin eh gleich weg. Aber herzlich willkommen heute, Donnerstag. Wir sind bei Hove Sim Racing wieder unterwegs. Vorletztes Rennen, das achte von insgesamt, nee, doch, achte von neun. Doch, macht Sinn. Wir sind heute auf Kyalami unterwegs und ja, haben wieder einiges an Piloten und Pilotinnen auf der Strecke. 40 Stück nämlich. Und ich würde sagen, wir ersparen uns das Bild mal und gehen mal direkt auf die Strecke. So, da sind wir auf der Strecke, sehen gerade Pierre Meyer hier auf der Strecke unterwegs im Qualifying, 17 Minuten. Ja, haben wir noch vor uns, wie gesagt, 40 Piloten, Pilotinnen haben wir heute am Start. Ja, in der Gesamtwertung gucken wir uns nachher natürlich wie immer an, ist es ja mehr oder weniger spannend. Platz 2 und 3 ist noch sehr, sehr dicht zusammen, Platz 1 relativ sicher. Ja, vorne müssen wir mal gucken, was sich noch so tut. Zwei Rennen haben wir noch, 50 Punkte gibt es ja für den ersten, plus noch mal ein bisschen Punkte im Qualifying und für die schnellste Runde. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen Zeit, wir gehen mal wieder durch die ganzen Autos durch. Wen haben wir alles am Start? Mit der Nummer 5 haben wir Peter Buchholz, der gerade noch in der Box steht. Aber zuvor mache ich natürlich noch mal die Deltas an, damit wir auch sehen, wer hier gut unterwegs ist. Mit der Nummer 8 haben wir dann Jürgen Hofmann, der ist unterwegs hier im M4. Momentan noch keine Zeit gesetzt, wirklich. Dauert noch ein bisschen. Ersten Zeiten haben wir zwar schon 1:40,5. Precor, Dennis Precor auf der 1, der auch in der Gesamtwertung auf der 1 ist, hat ja, sehr, sehr viel gewonnen. Ich glaube, 5 Rennen, 2 Rennen. Muss ich kurz gucken. Das war der Stefan Monz, sein Teamkollege. Insgesamt auf der 4, hier auf der 2 aktuell. Das sind die beiden, die bis jetzt sich die Siege alle holen konnten. Ja, Remo Kiffer sehen wir hier gerade in der Cheetah-Kurve zu weit rausgekommen. Damit die Runde natürlich dahin. Jetzt fährt er hier den Ferrari so ein bisschen vor die Nase. Hoffen wir mal, dass der nicht unbedingt auf einer schnellen Runde war. Ja, hilft natürlich nicht viel, da so dicht hinterher zu fahren im Qualifying. Bisschen freie Fahrt wäre gut, ist aber schwierig bei so vielen Autos. Nick Kleefeld haben wir hier als nächstes im Lamborghini mit der Nummer 15. Freibeuter Racing Team. Ja, hat auch schon eine Zeit gesetzt. 1,9 Sekunden fehlen ihm noch ganz vorne, beziehungsweise ein bisschen weniger als 1,5 in die erste Startreihe. Denn Dennis Precor vorne schon mit 0,4 Sekunden Vorsprung. Also hat er schon mal eine richtig gute Zeit gesetzt. Und wir sehen es auch links im Tower. Hat nochmal eine halbe Sekunde dabei. Also vielleicht, ja, drückt er das mal auf eine 39er. Mal schauen. 40,5 ist ja auch schon eine sehr, sehr gute Zeit. Gehen wir zu Nummer 18. Klaus Jägel haben wir hier im Porsche für Soapbox Racing. Sind auch mehrere Soapbox Racing Porsche hier im Feld immer unterwegs. Er momentan auf der 25. Ja, noch keine so richtig gute Zeit gesetzt, glaube ich. 6,6 Sekunden, da geht noch ein bisschen mehr. Aber hat ja noch genügend Zeit. René Brey, den haben wir im Nissan unterwegs, der Österreicher. CDS Digital Motorsport, gerade durch die letzte Kurve. Auch nochmal mit über einer halben Sekunde. Oh, da macht er sich leider ungültig am Exit der letzten Kurve. Schade, sonst hätte er sich nochmal deutlich verbessern können, beziehungsweise überhaupt mal die erste Zeit setzen können. So, Dennis Pecco mit einer 40,262. Hat hier nochmal, ja, deutlich die Zeit runterdrücken können. Jeff Ewerts haben wir hier. Der ist im BMW unterwegs, der Zweitplatzierte in der Gesamtwertung im M4, hier gerade auf Position Nummer 9 unterwegs. Aber ich denke, da wird auch nochmal ein bisschen was nach vorne gehen. Jerome Eckert hätten wir dann hier im Audi zu bieten, im Shooter Racing Team, auf der 19. Position. Auch er hat nochmal einiges gefunden, hier 0,7 Sekunden. Gerade oben hier, ich glaube, am höchsten Punkt der Strecke müsste das eigentlich sein, in der Haarnadelkurve hier. Hier geht es wieder den Berg hinunter. Und dann hat er noch ein paar Kurven vor sich. Und mal gucken, ob es dann Richtung Top 10 vielleicht geht. Würde aktuell damit reichen. Samuel Farmer, den haben wir für SDS Motorsport Sachsen im Honda unterwegs mit der 32. Aktuell auf der 5. Position liegend. Mal gucken, was hier jetzt noch so geht. Ist hier gerade erst im ersten Sektor unterwegs. 0,1 Sekunden hat er geholt. Nochmal rausholen können hier im ersten Sektor. Also, da geht auch nochmal was. Ja, dann kommen wir zu Stefan Monz, der vierte in der Gesamtwertung, der sich, wie gesagt, zwei Siege holen konnte neben seinem Teamkollegen. Er im McLaren unterwegs auf Position Nummer 3. Pierre Meyer jetzt auf der 2. Ja, gerade ungültig geworden die Runde. Und Stefan Monz fährt nochmal rein, holt sich vielleicht nochmal ein paar frische Reifen. Und dann geht's wieder raus, denke ich mal. Friedrich Pfaffenroth haben wir dann den nächsten Soapbox Racing Porsche mit der 35 auf Position 30 liegend. Na, mal sehen, 4,6 Sekunden. Da fehlt noch ein bisschen was bis zur nächsten Platzierung. Oh, ich bin ein bisschen verstopft in der Nase. Ich glaube, das hört man. Chris Heyer haben wir dann im nächsten McLaren mit der 38 auf Position 18 aktuell.
Ja, mal sehen, wo da die Reise hingeht. Kann ja mal gucken, wo ist er in der Gesamtwertung. Auf der 7, also auch in den Top 10 platziert hier. Ja, leider ja, noch kein Sieg, noch kein Podium geholt. Auch keine schnellste Runde. Auch im Quali konnte er sich keine holen. Die ersten drei im Quali kriegen jeweils 3, 2 und 1 Punkt nochmal drauf. Ja, kann ich mal sagen, Dennis Preko hatte sich in den Qualifyings allein schon 20 Punkte geholt. Deutlich, deutlich mehr als alle anderen. Ja gut, aber er steht fast auch immer vorne, muss man sagen. Dann kommen wir zum Zweitplatzierten. Ja, immer noch steht in der Box, der Pierre Meyer hier. 0,8 Sekunden, also bis zur nächsten Position. Da fehlt noch so richtig was. Könnte ein einsames Rennen für Preko werden heute. Mal wieder, muss man fast sagen. Gibt da wenig Leute, die da wirklich gefährlich werden können. Unter normalen Umständen jedenfalls. Ja, aber fährt nochmal raus, denn Stefan Mons auf der 3 hängt ihm da doch ordentlich im Genick. Der ist auch gerade erst aus der Box raus, aus seiner Outlap. Also mal gucken, wer sich da vorne in der zweiten bzw. ersten Startreihe dann ist es ja noch durchsetzen kann. Jan Hansel, den haben wir hier im BMW M4 International GT Racing Team. Position 23, auch da ist noch einiges an Potenzial. Halbe Sekunde, da dürfte es vielleicht nochmal Richtung Top 15 gehen mit der Runde. Falk Moritz, ein Bentley haben wir auch dabei, gerade auf seiner Outlap, aus der Box kommend. Hat hier vor sich ein bisschen Verkehr, muss er gleich mal gucken, ob er ein bisschen Abstand lassen kann. Nach hinten hat er zumindest ein paar Meter, mal sehen, 2,5 Sekunden, 2,6 fehlen nach ganz vorne, beziehungsweise es sind 1,7 in die erste Startreihe. Jakob Hausenger, den haben wir auch hier im Bentley, DOD Racing auf der 28. Position mit der 47, auch gerade im letzten Sektor unterwegs, sieht aber nicht nach einer großen Verbesserung aus. Ja, ein paar Hundertstel vielleicht eine Zehntel, mal schauen, wie er die letzte Kurve bekommt. Ja, wird keine große Verbesserung geben. Denke mal, ja, wird auf seiner Position bleiben. Hätte vielleicht noch eine Position holen können. Dann gehen wir zum nächsten McLaren, das ist der Daniel Andersen. Das ist der Drittplatzierte in der Gesamtwertung. Ja, der hat sich 5 Punkte in den Qualifyings bis jetzt geholt. Viermal stand er schon auf dem Podium. Also der weiß durchaus, wie das ist da vorne. Und momentan, ja, sieht es wieder ganz gut aus. Position 4 aktuell. Mal sehen, 10 Minuten noch. 3, 4, 5 Runden. Hat er noch Zeit, mal schöne, gute Zeit zu setzen. Wir gehen zu Danny Anwand. Der ist auch im BMW unterwegs. Hat auch schon eine Zeit gesetzt. 7,2 Sekunden fehlen nach vorne. Ja gut, vielleicht hat er ein bisschen Verkehr gehabt. Wir sehen es ja jetzt im Delta auch, 2,5 Sekunden da. Denke ich, wird er auch nochmal deutlich nach vorne kommen. Bin da relativ guter Dinge in der Gesamtwertung auf der 17. Position. Hat aber ja auch nur die letzten 4 Rennen bestritten. Die ersten 3 war, wenn ich das richtig interpretiere, gar nicht dabei. 93 Punkte hat er. Gucken wir uns nachher nochmal an in der Übersicht. Roman Tapione haben wir mit der 56, einen Aston Martin, ja, ziemlich genau in der Mitte des Feldes, 40 Autos müssen es sein, er auf der 20 aktuell unterwegs. Diese Runde wird leider keine Verbesserung geben. Gehen wir zum nächsten Aston Martin, das ist der von Rudi Geis, der fährt gerade aus der Box, wie wir sehen. Und der ist auf der 25 unterwegs, 2,1 Sekunden fehlen ihm da. Carsten König haben wir dann wieder im BMW, das ist der weiß-orangene hier vorne mit der 66. Position jetzt 34. Detlef Geb haben wir dann für SDS Motorsport Sachsen im Honda mit der 67. Ja, momentan noch in den Top 10. Gute Zehntelvorsprung vor Jan Hansel auf der 11, der gerade aber auch in der Box steht. Ansonsten droht da gerade keiner so richtig, ihm gerade mal gefährlich zu werden. Aber sind auch ja, einige jetzt in die Box reingefahren vorhin, die letzten Runden. Einige auf einer Outlap unterwegs. Also ich denke, da könnte noch mal ein bisschen was sich ändern. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Alex Cruz haben wir hier mit der 71. Auch ein McLaren hier immer im weißen McLaren unterwegs. Auch er gerade auf keiner aktuellen Runde unterwegs. 2,7 Sekunden fehlen nach ganz vorne. Alexander Langhorst haben wir für Honda Langhorst im ja, Honda mit der 72. Position 18 befindet sich hier gerade ja auf der ersten Geraden nach der Startziel. 0,1 Sekunden hat er hier schon mal gefunden. Jetzt geht es hier durch Sunset, diese lange Rechtskurve ein bisschen den Berg hinunter. Und dann gleich linksrum Richtung Esses. Mal gucken, 0,2 Sekunden. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Ist gerade zeitgleich mit Helder Guerra auf der 17. Position direkt vor ihm. Und davor auch nur 3000stel. Also der ein oder andere Pilot, es kommt da zu weit raus leider, ist doch sehr, sehr dicht beim Kollegen hier zeitentechnisch aktuell. Daniel Pay, den haben wir hier für International GT Racing, auch im M4 auf der 33 momentan, kommt gerade auch erst aus der Box.
Dann kommen wir zum Audi von Matthias Weggel, Hovesim Racing. Mit der 76, Platz 21 hat er sich bis jetzt gesichert. Mal gucken, davor sehen wir so 15 bis 19 innerhalb von, ja, nicht mal einer Zehntel. Also das ist richtig, richtig dicht alles. Also wenn du hier mal ein, zwei Zehntel holst, geht das mal mehr als eine Handvoll nach vorne. Also drücken wir die Daumen, vielleicht kann der Matthias ja noch ein bisschen was rausholen. So, der Ferit, den haben wir hier für Intruder Racing Team im BMW auf der 23. Für ihn gilt ja ähnliches wie für Matthias Weggel. Ist da jetzt auch nicht so weit weg von den nächsten Positionen. Andererseits hinter ihm Position auch nicht weit weg. Also hier bist du richtig gefordert bei so vielen Autos. Vor allem im Mittelfeld ist es super, super eng. Vorne, wie gesagt, ist es nicht ganz so spannend. Thomas Schäfert, den haben wir im Porsche. Das ist der nächste Softbox Racing Porsche. Also ich müsste der dritte, glaube ich, sein hier mit der 85. Momentan auf der 36 gelistet. 37 Autos haben bis jetzt die Zeit gesetzt. Zwei Qualifying-Sperren gibt es auch. Also, ja, mindestens einer müsste eigentlich noch fehlen, der eine Zeit setzen sollte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Michael Haaf, der ist gerade etwas langsam unterwegs hier mit seinem Lamborghini, dem blauen. Kommen aber alle dran vorbei, denke ich, hier. Freibeuter Racing Team auf der 9. Position. 1,473 Sekunden hinter der Pole. Pierre Meyer ist vorhin auch nochmal rangekommen, sehe ich gerade. 0,333 Sekunden. Aprico hat auch nochmal eine gute Zeit gesetzt. Der knabbert an der 39er Zeit. Ja, also Pierre Meyer könnte da vielleicht tatsächlich der erste Verfolger heute werden. Mal schauen. Momentan sieht es so aus im Qualifying. Aber im Rennen ist das nochmal eine andere Sache. Peter Lindner, den haben wir hier im BMW für CTS Digital Motorsport gerade aus der letzten Kurve raus. Aber diese Runde, ja, ist keine Verbesserung. Jetzt hat er nochmal eine Chance. 6 Minuten sind ja noch Zeit. 2,1 Sekunden nach ganz vorne. So, wen haben wir hier? Nochmal einen Honda. Das ist hier hinter dem Nissan. Das ist Patrick Schröter auf der 27. Auch diese Runde, ja, ist relativ frisch, die Runde, aber bereits jetzt schon sehr, sehr großes rotes Delta. Damit wird er jetzt gucken, dass er hier irgendwie Platz nach vorne bekommt für den nächsten Angriff. Aber auf der Karte oben rechts sehen wir, das ist auch sehr, sehr gut besucht hier auf der Strecke. Das ist gar nicht so einfach, tatsächlich einen guten Spot zu finden. Und natürlich dann genau in der Runde, wo du freie Fahrt hast, auch eine gute Zeit zu setzen. So, Laura Zies, eine Dame haben wir auch am Start mit der 311. Ein Ferrari, ich glaube der erste, den wir heute sehen. Und der ist schon, ja, sehr gut platziert hier auf der 6. Position. 1,2 Sekunden fehlen nach ganz vorne. Eine gute halbe in die, ja, zweite Startreihe. Mal sehen, ob sie noch ein bisschen was rausholen kann. Diese Runde ist es noch nicht der Fall. Aber, ja, mal sehen. Nächste Position, nächsten beiden sind da ja auch gerade mal eine Zehntel weg. Schauen wir mal. Dann gehen wir zur 410. Eike Bus müsste das sein. Genau, das müsste einer der sein, der keine Quali-Zeit setzen darf. Ich glaube, eine Qualität und einen DT gab es, wenn ich es richtig verstanden hatte. Dann haben wir Helder Guerra, den haben wir hier auf der 19 aktuell, der Luxemburger HyperX Racing Luxemburg. Der ist in der Gesamtwertung 11. 124 Punkte hat er sich bis jetzt holen können. Die ersten 30 bekommen ja hier Punkte, der erste 50 und dann staffelt sich das runter. Also da, ja, gehen eigentlich relativ wenig leer aus tatsächlich, aber auch heute werden wieder 10 Fahrzeuge ohne Punkte nach Hause gehen. Dafür die ersten 30 mit Punkten. Moin Patrick. Jan Butch haben wir hier im M6, den einzigen im Feld. Erkennt man sehr, sehr gut hier die 666, auch eine gute Nummer. Auf der 19. Position, auch hier mittendrin im Mittelfeld, wo es wirklich um Hundertstel geht, um eine Position zu gewinnen oder ja, dann auch zu verlieren, wenn die anderen natürlich schneller sind. Diese Runde sehr, sehr ähnlich zu seiner bisherigen schnellsten Runde. Jetzt hat er nicht mehr viele Kurven, aber in den Kurven kann man auch nochmal ein bisschen was rausholen. Vor allem die nächste Rechtskurve hier mit dem Wurstkörb. Da, ja, muss man mal ein bisschen Risiko eingehen. Da tatsächlich nochmal ein paar km/h mehr mit durchnehmen. Und dann letzte Kurve natürlich auch nochmal gut erwischen. Hier kann man relativ weit rauskommen. Das sieht gut aus, aber ja, eine große Verbesserung wird es wohl nicht. Gucken wir mal, ob es zumindest ein Platz nach vorne geht. Nee, bleibt bei der Position 19. Dann gehen wir zu Patrick Till rüber, auch ein BMW, aber ein M4 auf der 28. Auch diese Runde, ja, fing nicht ganz so optimal an, 0,3 Sekunden im roten Delta. Also da wird jetzt keine Verbesserung wahrscheinlich daraus resultieren aus der Runde. René Moldenhauer begleiten wir gerade auf der Start-Ziel-Geraden, aber auch mit keiner Verbesserung, befindet sich gerade auf Position 14. Mal sehen, Top 10 ist, denke ich, noch in Schlagdistanz. Und ja, drücken wir mal die Daumen, zwei Runden sollte noch Zeit haben.
Alex Meyer, den haben wir auf der 5. 1,120 Sekunden. Da ist eine etwas kleine Lücke zu Stefan Mons zur vierten Position. Da fehlen gute 2 Zehntel. Pierre Meyer bereits in der Box. Mal gucken, ob er nochmal rausfährt für den letzten Versuch oder ob er jetzt drin bleibt. Wie gesagt, Alex Meyer jetzt hier nochmal einer, der eine richtig gute Zeit setzen kann. Eine halbe Sekunde im Delta. Könnt ihr ja kurz mal draufbleiben, denn der kommt ja jetzt hier gleich über die Ziellinie. 0,6. Ah, könnte Platz 3 werden. Ich glaube, hier Meyer muss doch noch nicht so ganz ins Schwitzen kommen. Gucken wir mal, das ist hier der nächste Ferrari übrigens. Ja, Position 3 mit exakt einer halben Sekunde Rückstand. So, zwei Runden hat er noch. So, die 911. Das Maß aller Dinge in dieser Saison auf jeden Fall. Dennis Preko hier immer noch mit einer 40-1 gerundet. Mal sehen, er arbeitet immer noch dran, eine 39er rauszuholen. Der hier mit sehr, sehr wenig Konkurrenz im Feld tatsächlich gewinnt hier nahezu jedes Rennen, sage ich mal. 5 Rennen hat er gewonnen. 2 hat sein Teamkollege gewonnen. Ja, wir haben keine Streicher. Der hat zwar sehr viel Vorsprung in der Gesamtwertung, aber keine Streicher. Das heißt, der muss auf jeden Fall alle Rennen fahren und punkten. Aber sollte normalerweise eigentlich funktionieren. Der kann sich relativ schlechte Ergebnisse tatsächlich leisten. So, und Alex Ratz haben wir daneben auch keine Zeit gesetzt. Old Guys on Tour mit der 967. Und damit habe ich hoffentlich alle Autos einmal gezeigt. Sollte eigentlich hingehauen haben. Und damit, können wir mal gucken, ob hier vorne noch sich was tut. So, Laurenz Zies auf jeden Fall nochmal auf einer gültigen unterwegs. Jetzt hier Richtung T1. 1,2 Sekunden, wie gesagt, nach vorne. 2/3 Zehntel bis zur nächsten Position. Gucken wir mal. Im Mittelfeld auf jeden Fall auch noch ein bisschen was los. Nick Kleefeld 0,3 auf der 15. Dahinter Geis Hansel 17,18. Und Butch natürlich auf der 19 auch noch mit leichten Verbesserungen. Patrick Schröter auf der 27. Patrick Schröter auf der 28. Also hier und da wird sich noch mal ein bisschen was verändern. Moin Neon. Ja, haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. Letzte Minute bricht hier an. Also die Runde wird noch beendet. Der eine oder andere darf nochmal gleich eine anfangen hier. Zumindest mal alle, die so im letzten Sektor unterwegs sind. Da sollte das noch ganz gut passen. Dann gehen wir mal zu Nick Kleefeld rüber. Der ist auch schon im letzten Sektor unterwegs mit seinem Lambo. 0,2 Sekunden. Ja, ich sag ja 0,2 Sekunden. Da würde er einfach mal eine 6-7 Position gut machen können. Also drücken wir mal die Daumen für ihn, dass er das hier durch die letzten beiden Kurven bekommt. Die Kurve sah schon mal gut aus. Delta wird sogar ein Tick größer. Einmal noch eng links rum. Rausbeschleunigen. Mal schauen, das dürfte nochmal einen guten Sprung nach vorne geben. 0,3 Sekunden halten sich hier offenbar auch. Top 10 könnte es vielleicht werden. Ja, locker sogar. 6. Platz. Also da sehen wir 2/3 Zehntel und zack, hast du mal fast 11 Plätze sogar sind es nach vorne dich katapultiert. Sehr, sehr gut. Würde sich drüber freuen. Alle anderen dahinter natürlich ein bisschen jetzt zurückgefallen. So, kann er noch eine Zeit setzen? Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Laut Anzeige ja. Gehen wir kurz zu Jakob Hausinger. Das ist hier der schwarze Bentley. Auch mal 0,2 Sekunden. 24,25. Die können sich auch nochmal verbessern vielleicht. Ja, also noch ungefähr eine Handvoll Autos, die hier den Weg nach vorne finden kann. Oder ein bisschen weiter nach vorne. Was hat das Wetter überhaupt? Ja, auch wieder sehr gut. Leicht bewölkt. 22 Luft, 29 auf der Strecke. Nach Regen sieht es aktuell nicht aus. Mal gucken, wie es im Rennen ist. Ich glaube, Regenrennen. Weiß ich gar nicht, ob wir denn so ein Regenrennen hatten. Wenn, dann war es sehr, sehr selten. Aber wer weiß. Mal schauen. Einmal in die Box muss man ja auch. Reifenwechsel ist übrigens Pflicht. Also 30 Sekunden muss ohnehin jeder stehen. Aber tanken ist optional. Also kann man sich überlegen, ob man mit vollem Tank durchfährt. Aber ja, da man ohnehin 30 Sekunden steht, macht das eigentlich nicht unbedingt Sinn, mit vollem Tank zu fahren. Dann kannst du auch nachtanken und dann Hälfte machen ungefähr, je nachdem. So, Hausinger auf der 30. Guck mal kurz, Peter Buchholz, den haben wir hier im Porsche auch nochmal mit der Verbesserung. Geht es auch nochmal leicht nach vorne? Nee, doch nicht. Bleibt hier auf der 37. Und damit fehlt noch Nick Kleefeld, glaube ich, auf der 6. Position. Ja, die ersten 5 innerhalb von ein bisschen weniger als einer Sekunde. Also da sind doch schon so ein paar kleinere Lücken, aber vor allem das Mittelfeld ist sehr, sehr dicht und Kleefeld war der letzte. Uiuiui. War der letzte hier mit einer gezeiteten Runde und damit gehen wir gleich in die Startausstellung rein. Schauen mal gleich in Ruhe, wer jetzt wo startet. Hat sie am Ende doch nochmal so ein bisschen was getan. Gucken wir mal, alle 40 noch auf dem Server. Hoffen wir mal, dass alle auch hier ins Ziel kommen. Bei Oversim Racing, das Feld immer sehr, sehr gut besucht, also dass wir mal unter 40 Autos kommen. Ist doch tatsächlich sehr selten.
So, gucken wir gleich mal, wenn wir hier in die Startausstellung springen. Derweil können wir uns aber nochmal was anderes anschauen, denn im Januar geht es bei Hove The Racing auch mit einer Endurance-Liga los. Und dazu gibt es ein paar schön bewegte Bilder, die wir uns anschauen. Und dann sollten wir hoffentlich gleich auch in der Startausstellung sein. So, was ein schöner Trailer. Ja, Pierre, dir gleich viel Erfolg. Guck mal, dass du den Preko mal ein bisschen unter Druck setzen kannst. Kann er bestimmt mal gebrauchen. Ja, ein bisschen verschnupft bin ich tatsächlich noch. Ein bisschen Husten auch nochmal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollten auf die Gesamtwertung ganz kurz schauen. Ich hoffe, wir schaffen das mit der Startausstellung noch. Denn hier sehen wir Dennis Preko mit 368 Punkten. Ja, doch relativ deutlich vorne. Wie gesagt, 50 Punkte gibt es für den ersten. Aber keines Streicher, das heißt, wenn er ein Rennen mal ausfallen lässt, kann das schon wieder eng werden. Aber 2 und 3 ist sehr, sehr eng hier mit Everts Andersen, gerade mal 10 Punkte auseinander. Stefan Mons auf der 4 dann auch schon wieder eine gute Lücke. Und dann geht's ins Mittelfeld, da ist es sowieso immer sehr, sehr eng. Da gibt's immer gute Positionstausche. Aber mal schauen, wer hier gut nach vorne kommt. Ja, so sieht's also aus. Die ersten 34 sind hier aufgelistet, sind noch mehr, aber das reicht, glaube ich, erstmal. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal durch die komplette Startausstellung. Haben wir zum Glück eine ganze Einführungsrunde, aber vorher machen wir noch hier die Overlays richtig. Ein Boxenstopp brauchen wir auch. Wunderbar. Der Sack ist so schnell, ja, das stimmt. Der 39er hat aber trotzdem nicht hingekriegt. Moin Jan übrigens und dir auch viel Erfolg. Und Dieter Racing, danke für den Follow, herzlich willkommen. Also, Dennis Preko hier, der sauschnelle Sack im Porsche auf der 1, der hier realistisch gesehen auch die Meisterschaft holen wird. Mal gucken, ob es heute ein Sieg wird. Dann haben wir hier Pierre Meyer auf der 2. Position im Audi, auf der Außenseite gleich. Dann haben wir den anderen Meyer mit Y, den Alex im Ferrari für Baden GT auf Position 3, also guter Markenmix hier vorne. In der 2. Startreihe, da haben wir noch den Daniel Andersen auf der 4. Position. Dann haben wir auf der 5. Stefan Mons, auch im McLaren für Baden GT-Team. Nick Lefeld startet neben ihm im Lamborghini. Laura Zies, ja, die einzige Dame heute im Feld auf der 7. Position, auch im Ferrari mit der 311. Dann haben wir den Ferit auf der 8. Position, der erste BMW hier, der M4. Dahinter haben wir den Honda von Samuel Farmer, SDS Motorsport Sachsen. Jeff Everts, der nächste BMW, auf der 10. Position. Dann kommt der Nissan, da sitzt René Brey drin, wie immer, auf der 11. Dann auf der 12. Jerome Eckert, den haben wir hier im Audi mit der 31 fürs Intruder Racing Team. Danny Anwand haben wir im M4 auf Position Nummer 13. Ja, neben sich sieht er auch ein Lamborghini, ein blauen für Freibeuter Racing Team. Der Michael Haaf mit der 86. Jan Hansel auf der 15. Position mit der 41 International GT Racing Team. Detlef Kiep dann im zweitbesten Honda auf der 16. Position, SDS Motorsport Sachsen. Moin Axel, Rudi Geis haben wir auf der 17, im Aston Martin mit der 57, startet hier gleich auch auf der Innenseite. René Moldenhauer im Aston Martin haben wir dann auf der 18, dann haben wir den einzigen M6, der Jan Butch auf Position 19 mit der 666.
Roman Tapione haben wir auf der 20 mit dem Aston Martin, dem wunderschönen, die 56 hier. Helder Guerra hat es geschafft mit seinem Audi auf die 21. Wird gucken, dass er hier in die Top 20 reinfährt. Wie gesagt, die ersten 30 bekommen hier Punkte. Also ein paar Pünktchen kriegt er aktuell noch, aber ist sicherlich sehr daran interessiert, noch mehr Punkte zu holen. Alexander Longhorst, den haben wir im Honda auf der 22. Position. Klaus Jäkel dahinter, Soapbox Racing. Im Porsche, der zweitbeste, glaube ich, nach Precourt ganz vorne. Auf der 23, wie gesagt. Matthias Weggel haben wir im Audi. Uwe Sim Racing, Platz 24. Der McLaren von Chris Hayer, Platz 25. Patrick Schrötermann, noch einen Honda auf der 26 für RM Motorsport. Vorne wird sich gerade in Bewegung gesetzt. Dann sind wir bei Patrick Till, der ist im M4 unterwegs auf der 27. Ich sehe gerade, Carsten König wird wahrscheinlich aus der Box starten. Da werden also schon ja, eine Handvoll Autos gleich mal eine Position gewinnen. Peter Lindner, den haben wir im BMW für CDS Digital Motorsport mit der 88. Falk Moritz, der bestplatzierte Bentley auf der 29. Dahinter der Markenkollege Jakob Hausinger im schwarzen Bentley mit der 47. Ah, Klausi, gut, dass du da bist. Remo Kipfer auf der 31. Der Schweizer, ja, hat sich ganz in die Top 30 geschafft. Also der Erste momentan, der ohne Punkte nach Hause fahren würde. Aber gut, ist ja noch eine Stunde Zeit, bis wir dann wissen, wer in die Punkte gefahren ist. Alex Kruse haben wir im McLaren mit der Nummer 71 auf Platz 32. Daniel Pay startet von der 33 hier neben dem McLaren. Carsten König, wie gesagt, wird dann gleich von hinten aus der Box starten. Dann haben wir Friedrich Pfaffenroth, Soapbox Racing, die 35, startet dann gleich, ja, nicht von der 35, sondern von der 34, hätte sonst ganz gut gepasst von der Nummer. Thomas Schäfert haben wir dann auch Soapbox Racing, Porsche auf der 36 und doch ein Teamkollege hier auf der 37, das ist Peter Buchholz. Jürgen Hofmann haben wir wieder im BMW auf der 38. Auf der 39, Alex Graz muss von hinten starten, hier im Aston Martin. Und Eike Bus haben wir auf der 39. Also ja, nicht ganz hinten, wie gesagt, Carsten König wird ja gleich dann hinterherfahren. So, jetzt muss ich kurz was gucken. Einer hatte doch von der Rennleitung eine DT. Kurz mal gucken. Okay, ist noch nicht eingetragen. Das macht aber nichts. Werden wir gleich sehen, also sollen wir uns nicht wundern, wenn da gleich einer sehr früh in die Box reinfährt. Das dürfte dann die DT sein. So, ja, ist alles angerichtet, würde ich sagen. Wir gehen schon mal in die Heli-Perspektive hier. Gucken mal an, vorletztes Rennen, dann in zwei Wochen das letzte Rennen. Wo ist das? Auf Imola. Ah ja, dann haben wir alle 9 Rennen hinter uns gebracht. Alle 2 Wochen donnerstags und dann, ja, geht's nächste Saison, nächstes Jahr wieder irgendwann weiter. Ich weiß gar nicht, ob da schon Termine stehen, aber gibt bestimmt Infos bald. Und wie gesagt, im Januar dann auch eine Langstreckenserie hier bei Hovesim Racing. Aber ja, konzentrieren wir uns jetzt hier auf das Rennen. Strecke, ja, bisschen kühler geworden tatsächlich. 22 Grad haben wir auf der Strecke. Eine Stunde jetzt vor uns. Einen Boxstopp muss man hier machen. Und ja, es geht schon in Zweierformation. Wir sind gerade in der vorletzten Kurve und gucken mal, ob Precourt, der Porsche, da gleich mal, ja, seine Position behalten kann. Wäre natürlich recht spannend, wenn da mal, ja, der eine oder andere schon mal gleich vorbeikäme. Denn dann muss der Precourt tatsächlich mal richtig arbeiten. Zumindest mal sich eine Position erarbeiten. Sonst fährt er ja vorne immer halbwegs weg. Hin und wieder hat er aber vielleicht mal einen im Nacken gehabt, mehr oder weniger. Aber sonst, ja, ist es relativ unspannend gewesen vorne. So, Ampel dürfen jetzt auf grün gehen. Precourt da links oben im schwarzen Porsche. Pierre Meyer sind wir hier rechts im Audi. Jetzt geht's los hier eine Stunde auf Kyalami. Das vorletzte Rennen bei Hovesim Racing. Und ja, wir gucken mal Kurve 1. Pierre Meyer erstmal nach vorne tatsächlich abgehauen hier. Also der dürfte hier auf die erste Position gehen. Hat doch relativ viel Platz hinter sich. Lässt aber Platz auf der Innenseite. Hätte vielleicht zumachen können. Jetzt kann Precourt natürlich hier auf der Seite links neben ihm dagegen halten. Mal gucken, ob er jetzt auch hier für die Linkskurve reinhält. Wahrscheinlich schon. Oh, ganz, ganz leichte Berührung. Hoffentlich dreht sich keiner. Hinten hat es ein bisschen gekracht anscheinend. Kleefeld mit einer gelben Flagge. Gucken, ob ich da jetzt noch hinkomme. Bei so vielen Autos. Oh Gott. Der hängt sich gerade auch bei so vielen Autos. So, hin hat es auf jeden Fall ein paar Leute erwischt. Wir sehen hier auf jeden Fall den Moritz. Mal gucken, ob 20 Sekunden reichen, dass wir mal gucken, was da passiert ist.
Ah, hier vorne gab es schon ordentlich Tumult. Da hat man eine gute Handvoll Autos getroffen, links und rechts neben der Strecke. Und der gelbe Bentley wurde dann irgendwann auch nochmal getroffen, da vom Soapbox Porsche. Und ganz außen geht noch ein BMW rum. Und da rechts sehen wir, da stehen ein, zwei, drei Autos. Ich weiß nicht, ob da hinter der Kurve noch, ja, da kommen noch welche, die da auch standen. Also da hat es ganz gut schon gekracht, muss man leider sagen. Carsten König, der ist jetzt aus der Box gestartet, der ist jetzt auch unterwegs, der hat davon jetzt nicht so viel mitbekommen wahrscheinlich. Also kein optimaler Start tatsächlich, das ist doch relativ selten, dass wir bei Hovis im Racing da etwas größere Unfälle sehen. Also trotz so vieler Autos ging es doch meistens sehr gut und wir sehen, Preco ist vorne geblieben, derweil, also der Porsche doch auf der 1 geblieben. Ja, schade, Pierre Meyer da mal kurz die Führung gehabt. Kommt hier etwas weit raus, muss natürlich aufpassen, jetzt hier das Auto unter Kontrolle halten, dass er zumindest mal guckt, dass er ein bisschen dran bleibt hier. Gucken wir mal hier, Meyer auf der 3 geblieben, Andersen auf der 4, da hat sich nichts getan, Mons auf der 5 und der Ferit auf der 6, von der 8 gestartet, 2 Positionen gewonnen. Erste schnellste Runde jetzt, aber gut, können wir noch nicht ganz für voll nehmen. Ja, wir gucken mal einfach hier hinten ein bisschen ins Mittelfeld rein auf der 30, denn hier ist man sich noch so gar nicht einig. Letzte Kurve, hier geht es einfach mal zu dritt rein. Mal gucken, nicht, dass es hier auch wieder Kollisionen gibt, aber hier ja, muss man sich nochmal ein bisschen ordnen irgendwie. Ganz, ganz viel Side-by-Side, hier geht es jetzt Kurve 1 oder Richtung Kurve 1. Wir sehen hier gerade den Buchholz, das ist der blaue Porsche von Soapbox. Der muss sich dagegen Aston Martin von Alex Graz wehren auf der Innenseite. Wir sehen noch ein Audi auf die Innenseite gehen. Man sieht, vor ihm hat er den Porsche, das ist sein Teamkollege. Hier geht zu zweit durch die erste Kurve oder Kurve 2 offiziell ist es ja. Aber keine Berührung hier. Oh, da gibt es jetzt eine Berührung. Oh, da geht aber der Schröter mal ordentlich hoch. Ein Wunder, dass er da überhaupt auf der Straße geblieben ist. Der hätte auch mal sonst wohin fliegen können. Aber da gab es eine leichte Berührung. Aber ging gut, da ist keiner irgendwie abgeschossen worden. Das sah aber gerade sehr, sehr spektakulär aus auf jeden Fall. So, wir gehen mal auf die vierte Position. Da haben wir nämlich den Zweikampf Meyer-Andersen. Meyer ist hier der Ferrari mit der 888, müsste das sein. Genau, der rote hier noch auf dem Podium unterwegs, hat aber zwei direkte Verfolger. Mons, wie gesagt, und Andersen ist das, den wir hier sehen. McLaren, mal gucken, ob er hier schon angreift. Der Ferrari bleibt relativ weit innen. Ja, Mons muss da, Andersen meine ich natürlich, außenrum irgendwie probieren, vorbeizugehen. Das wäre natürlich auch ein starkes Manöver. Side-by-Side geht jetzt hier Richtung Cheetah-Kurve. Oh, das war knapp. Ja, da mussten sie etwas langsam machen. Vorhin kommt der nächste McLaren an. Hier Mons, der hat mal geguckt, ob er da irgendwie eine Lücke findet. Aber kein Vorbeikommen an der Stelle. Aber sehr, sehr spannende Gruppe, die wir hier sehen. So, Preco mit einer 41-0. Das schaffen wir im Qualifying nicht mal. Sehr gut unterwegs da vorne. Aber hier ja, hat auch schon 1,5 Sekunden jetzt Vorsprung. Wo ist er? Da. Und da geht es auch schon an die erste Überrundung anscheinend. Ja, waren auch schon einige in der Box jetzt. Also Eike Buss war in der Box, Carsten König, der Wasserbox gestartet. Rudi Geis war drin, Jan Hansel war bereits schon drin. Auch stand relativ lange. Ewerts und Kleefeld sind rein. Was bei Cruz los? Der steht hier verkehrt rum in der letzten Kurve. Gucken wir mal kurz ins Replay rein. Ah, haben wir leider nicht mehr ganz gesehen hier. Ja, der wird jetzt auch komplett durchgereicht werden natürlich. Oder fast komplett durchgereicht. Bis zu den Leuten, die in der Box waren. Muss jetzt hier vorsichtig drehen. Und ist auf der 35 jetzt unterwegs. So, gehen wir zu René Brey. Irgendwie stockt mein Game heute ein bisschen. Weiß nicht warum. Ja, René Brey haben wir hier im Nissan. Hinter dem Lamborghini von Michael Haaf. Farmer hat er direkt hinter sich. Der Honda, der da ordentlich Druck macht. Jetzt geht es hier durch die S's. Auch hier wichtig, immer schön den Schwung mitzunehmen, den Berg hinauf. Auch eine wunderbare Gruppe, die wir sehen. Preco sehen wir auch schon 2,3 Sekunden vorne weg. Also, ja, der fährt da wieder seinen Schuh alleine. Pierre Meyers Ziel wird sein, heute Position 2 zu holen, denke ich. Sich keinen Fehler zu erlauben. Und dann hier ordentlich Punkte mitzunehmen. So, im Mittelfeld gibt es auch einige Positionswechsel. Hinten gibt es auch schon wieder eine gelbe Flagge. Weil Jürgen Hofmann, kriege ich den jetzt hier erwischt? Wo ist er denn? Da steht er. Wir gehen da auch mal 20 Sekunden zurück. Gucken mal, ob wir reinkriegen, was passiert ist. Ist da mit irgendeinem kollidiert? Vielleicht mit dem Audi, der da auf der Innenseite war? Oh ja, da wurde er ordentlich getroffen hinten links. Weiß nicht genau, wer das jetzt war. Das Guerra war. Wäre so der nächste Audi auf der 25. Könnte sein. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Ja, aber sehr schade für Hofmann natürlich, der jetzt hier steht und auch jetzt auf der 34 unterwegs ist. So, ja, müsste Guerra gewesen sein hier. Auf der 26 jetzt. Ich glaube, Patrick Schröter müsste gerade vorbeigegangen sein. So, Weggel verliert ja auch gerade zwei Positionen auf der Start-Ziel-Geraden. Hat ja gleich mal vier Autos neben sich. Gut, den ersten wird er nicht angreifen können. Der zweite bleibt auch vorne. Von hinten kommt der Langhorst im Honda angeflogen. Und Chris Heyer haben wir da im McLaren. Sowie den Klaus Jäkel im Porsche.
Ja, hier Innenseite. Nee, reicht nicht ganz, aber ich glaube, der Aston überschießt. Oh, was macht der BMW da oben? Der hat den Weg noch nicht so ganz auf die Strecke gefunden. Aber Vettel hat sich Position 16 schon mal wieder geholt. Den ersten Aston Martin hat er überholen können. Gucken wir mal ein, zwei Autos zurück, ob hier irgendeiner angreifen kann. Ist auch mal ein bisschen verlockend hier. Oh, wir sehen den McLaren hier ganz, ganz dicht am Honda dran. Der fährt auch schon ein bisschen weiter in an die Kurve. Also der hat da schon auf den Blick, dass da einer ja, ein großes Interesse an seiner Position hat. Schöne Gruppe, die wir hier sehen. So, wir gucken mal ein bisschen weiter wieder nach vorne. Hier in den Top 10. René Brey mittendrin. Wir haben ja 2, 3, 4 halbwegs dicht noch hintereinander. Auf der 5 haben wir schon wieder über 2 Sekunden. Preco vorne schon fast 4 Sekunden Abstand. Der fährt da seine eigene Pace. 41-0. Da kam bis jetzt keiner ran. Also Pierre Meyer auf der 2 mit einer 41-8. Alex Meyer auf der 3, 41-4. Das sind noch so die, da am nächsten rankommen. Sonst fahren da alle momentan 42er Zeiten. Aber klar, viele sind im Verkehr. Da kannst du auch nicht alles rausholen. Von daher denke ich, die 42 Mitte hoch sind hier schon ja, gute Zeit, wenn du hier in der Gruppe rumfährst. Ja, wo gucken wir noch hin? Wir haben natürlich auch hinten noch mal ein bisschen was. Gucken wir vielleicht mal hier auf die 27. Peter Lindner haben wir im BMW. Der hängt hinter dem Soapbox Porsche. Das ist der Thomas Geffert auf der 26. Der sieht auch nicht mehr ganz heil aus. Sieht zumindest so optisch aus. Oh, spät raus jetzt hier, daneben gebremst. Mal sehen, der Porsche spielt auf jeden Fall mal mit. Ja, könnte sein, dass der BMW jetzt hier vorbeigeht. Dem Porsche geht wahrscheinlich die Luft ein bisschen aus am Ende der Geraden. Hofmann hinten schon wieder mit einer gelben Flagge. Cruise da auch irgendwie involviert. Ah, keine Ahnung, was da passiert ist. Wir gucken nochmal kurz hier bei Lindner rein, ob er sich tatsächlich am Porsche vorbeikommt. Sieht ganz gut aus. Und dahinter haben wir nochmal Hausinger und Moritz. Die beiden Bentleys tauschen auch gerade die Position. Hier 28, 29 ist das. Also die beiden einzigen Bentleys hier im Feld. Einmal mit einem Positionstausch. Und auch der BMW, wie gesagt, vorne am Porsche vorbeigegangen. Mal gucken, ob der Geffert sich jetzt hier gegen, wie gesagt, die beiden Schiffe da wehren muss. Das ist auch ein sehr schönes Bild, die beiden Dickschiffe da hinter dem doch etwas klein geratenen Porsche. Aber wir sehen auch, der gelbe Bentley kann sehr, sehr gut Druck machen. Geht bereits jetzt daneben und vorbei. Also Thomas Geffert, der ja, verteidigt da nicht mit allem, glaube ich, was er hat. Der sieht, wenn da einer die Nase reinhält, dann lässt er die Tür auch so halbwegs auf. Er ist noch in den Punkten. Also 1, 2, 3 Punkte nimmt er noch mit hier. Bis Platz 30 gibt es ja welche. Ja, Klausi, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, hoffe ich. So, Preco 40-8, also der hat jetzt die erste 40er Zeit gesetzt hier im Rennen. Wir gucken mal wieder nach vorne auf die 6. Position. 2, 3, 4 tut sich nicht so viel. Ich glaube, hier unten am Bildrand gleich, nee, sehen wir doch nicht ganz. Hier sehen wir sie aber 1,5 Sekunden Abstände. Passiert nicht super viel. Mons guckt jetzt mal, dass er hier vorbeikommt am BMW. Der überschießt da so ein bisschen. Also, schönes Vorrunde von Stefan Mons. Geht jetzt auf die 5, von der er auch gestartet war. Der Ferit, ja, immer noch mit 2 Positionsgewinnen. Also war zwischenzeitlich da anscheinend an Mons vorbeigegangen. So, Jerome Eckert dahinter. Der muss sich gegen Michael Haar verteidigen. Den blauen Lamborghini da hinten. Ja, wir fahren ein bisschen in den Abend hinein. 6.17 Uhr haben wir. Könnte also noch ein bisschen dunkler werden. Wird jetzt nicht stockduster werden, aber auch vielleicht auch ein bisschen kühler. Ja, auch ab Mons wird die Lücke größer. Laura Zies leider mit einer gelben Flagge. Die Ferrari-Pilotin. Gucken wir mal kurz zurück, was passiert. Ist zu weit aus der Sunset raus und da wird es zu hoppelig dann. Und da ging es doch relativ kräftig in die Wand rein. Da könnte der Boxenstopp also vorgezogen werden. So, jetzt sind wir schon wieder im Live-Bild. Immer noch nicht so ganz unterwegs hier. Ja, ist gar nicht so einfach, je nachdem, wie sich der Schaden auswirkt. Vielleicht lenkt sich das Teil gerade auch nicht mehr so geil. Ja, wird natürlich ordentlich durchgereicht. 17, 18 Position hat sie jetzt insgesamt schon verloren. Jetzt kommt da die nächste Horde an. Alles ab Geffert, dem Porsche von Soapbox. Vor denen kann sie sich aber erstmal halten. Und was ist jetzt bei Geffert passiert? Oh, ja. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Das war, glaube ich, die Gruppe doch gerade, die da runterkam, die Sunset. Genau. Gucken, was hier passiert ist. Der Porsche außen und innen, der Bentley vielleicht. Oh, da wird er getroffen und der hat schon sehr, sehr viel Platz auf der Innenseite gelassen. Und dahinter der AMG kann da auch nicht mehr ganz ausweichen. Also hier, ja, ordentlich Lackaustausch und ja, mehr sogar, würde ich mal sagen. Ja, glaube, das geht direkt in die Box, oder? Fährt er jetzt erstmal weiter? Ja, der hatte da auf der Innenseite viel Platz gelassen. Ich glaube, der wollte da eher sogar vorbeilassen. Aber gab dann trotzdem die Berührung hier.
Oh, noch mehr gelbe Flaggen. Also viele gelbe Flaggen heute tatsächlich. Lindner steht hier auch. Oh, ja, hat er sich hier abgeschossen selber. Jetzt geht es auch direkt in die Box rein. Wir gehen mal kurz ins Replay rein. So, gucken wir mal. Jetzt die nächste Rechtskurve wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, da war es der Wurstkörb und dann hat es das Auto leider ausgehebelt. Auch hier ordentlich in die Box, in die Wand rein. Danach direkt in die Box. Giffert jetzt auch nämlich reingefahren. Ja, hier wird man auf jeden Fall länger stehen müssen zum Reparieren. So, also wenn wir zu Langhorst gehen, der ist gerade Side by Side hier mit dem Aston von Type Yona, der grüne Aston Martin auf der rechten Seite. Chris Heyer haben wir da im McLaren dahinter. Der ist da natürlich in lauer Stellung, guckt, was da passiert. Aber Langhorst ist bereits vorbeigegangen am Aston Martin Piloten. Jetzt geht er hier auf der 16. Position in die Estes rein. Und wir gucken mal, ob Type Yona sich hier auch gegen den McLaren gleich wehren muss. Vielleicht kann er sich ja da oben in der Haarnadelkurve gleich mal daneben bremsen. Ja, sieht aber erstmal so aus, dass er dahinter bleiben muss. Ja, reicht noch nicht so ganz für einen Angriff hier. So, kommen wir kurz mal Führenden rein. Der geht jetzt in die Runde 8. Der Preco mit 6 Sekunden Vorsprung. Pierre Meyer haben wir auf der 2. Auch da passiert nicht super viel. Der Ferrari von Alex Meyer dahinter. Andersen dahinter. Und dann haben wir eine größere Lücke zu Mons. Wenn es denn schon wieder eine gelbe Flagge gab, ersparen wir uns jetzt aber vielleicht mal. Gucken mal ein bisschen mehr auf die Zweikämpfe. Mehrkämpfe muss man ja sagen, zum großen Teil. Schöne Gruppenbildung haben wir. Auf der Karte verteilt sich es inzwischen schon sehr, sehr gut. Das heißt, hier gibt es eigentlich kaum einer, der komplett alleine rumfährt. Also früher oder später triffst du ja auf irgendein Auto, sei es eine Position oder eine Überrundung. So, jetzt gucken wir mal, Keep. Nee, geht noch nicht auf die Innenseite. Anwand der BMW hat da schon so ein bisschen die Verteidigungslinie ausgepackt. So, gucken wir mal. Nee, kann sich nicht daneben setzen. Man kann hier auf der linken Seite auch mal ganz gut sich da reinsetzen. Muss aber der Gegner mitspielen. Hoffen, dass der nicht zuzieht. Ja, aber hier auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Farmer gerade 0,1, 0,2 Sekunden an Half dran. Die sind ein paar Meter davor gerade durch die Sunset gefahren. Gucken wir mal hier. Ah, bleibt hier auf jeden Fall dran. Schönes Grüppchen sehen wir da, wie gesagt, bis Platz 5. Vorne dünnt sich es weiterhin aus. 6 Sekunden, 2 Sekunden, 1,7, 1,5 Sekunden, 3 und 4. Also tatsächlich das Podium momentan relativ langweilig nach der ersten groben Viertelstunde, die wir jetzt umhaben. Aber hier in den Top 10 noch sehr, sehr schön dicht gepackt, wie wir hier sehen. Samuel Farmer verfolgt hier den Number, auf dem wir mal mitfahren vielleicht. Mal sehen, vielleicht gibt es den Angriff. Den letzten Sektor ist auch mal ganz gern genommen, vor allem die nächste Rechtskurve, um da mal reinzuhalten. Gucken wir mal, ob der Honda das probiert. Guckt auf jeden Fall mal rechts ein bisschen, aber geht wieder auf die Außenseite. Kann jetzt hier vielleicht mehr Schwung mitnehmen, bringt einem aber meistens eher wenig, denn hier gehst du lieber hintereinander durch die Kurve. Das wird sonst sehr, sehr eng. Aber Druck kannst du natürlich schön hochhalten. Vielleicht macht ja der Farmer nochmal einen kleinen Fehler. Der Half natürlich. Der Farmer kann dann vorbeiziehen. So, ich guck mal hinten. Jan Hansel auf der 37. Position. Wir sehen es hier auch im Tower links. Einige waren in der Box. Hausinger Pay sind jetzt auch reingefahren. Also schon einige, die jetzt mal in der Box waren. Waren aber alles keine geplanten Stops. Also wenn ich mir die Box- und Stoppzeiten anschaue, da gab es doch schon ja, einige schwere Unfälle. Da musste man schon sehr, sehr viel reparieren. Auch Laura Zies, die wir gesehen hatten auf der 39 jetzt, stand 1,5 Minuten in der Box. Das war also ja nicht ohne der Einschlag. Ja, sehr schade. Sehr weit vorne gestartet. Mal gucken. So, der Pfaffenrot da hinten, der Porsche, bisschen auf Abwägen jetzt auf der 38. Da gehen sie natürlich alle dran vorbei. Ja, aber hier ist es auch sehr, sehr spannend. Wir sehen es hier, Hansel, Kleefeld hatte direkt dahinter, der Lamborghini. Everts ist auf der 35 davor. Aber wie gesagt, alles noch nicht ganz Boxenstopp bereinigt. Also untereinander jetzt hier schon in der Gruppe. Aber natürlich wissen wir nicht, ob die jetzt nicht noch ein bisschen weiter nach vorne eigentlich gehören. Gucken jetzt mal. Ja, reicht nicht ganz hier für den Lambo, um da daneben zu gehen. So, vorne, ja, wird es tatsächlich etwas langweiliger, sage ich mal. Also die Abstände werden oft größer. Hier der engstere am Start hier vorne wäre so Danny Anwand und Jan Butt, der M6. Den haben wir heute auch noch gar nicht im Rennen wirklich gesehen. Hier ist er nämlich. Ja, 8 Positionen ging es nach vorne. Ich blende euch mal kurz die Position Deltas ein. Können wir mal ein bisschen gucken. Ja, und sehen, vor allem ganz vorne hat sich gar nichts getan, positionstechnisch. Sonst, sie haben alle hier profitiert natürlich durch die Unfälle. Die ganzen, die in der Box waren, sind alle nach hinten gerutscht. Buchholz auf der 25, gerade gegen Cruz die Position verloren. Aber insgesamt 12 aktuell gewonnen. Eike Bus auf der, Bus auf der 27, auch 13 Positionen, Hofmann 10. Aber wie gesagt, dahinter sind ja auch noch welche, die schon mit den Boxenstopps durch sind. Ja, gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Oh Gott, meine Stimme.
sind auch noch alle auf dem Server zumindest. Ich glaube, der Thomas Schäffert, der hat aber abgestellt. Gucken mal kurz rein. Hier steht hier nämlich schon seit 300 Sekunden leider. Ja, der wurde ja leider getroffen da vom Bentley. So, fahren wir jetzt an Half immer noch dran natürlich, Richtung Sunset. Mal sehen, ob er den Weg vorbeifindet. Ist aber noch auf seiner Startposition. Also hat er sicherlich ein Interesse dran, noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Top 10 sieht ja aktuell ganz gut aus. René Breiter hinten, der Nissan ist 3 Sekunden weg. Und hier die nächste Position schon mal ist direkt vor ihm. Aber auch der Audi da von Jerome Eckert, den sehen wir da gerade in den SS. Der ist jetzt auch nicht so weit weg. Alkebus jetzt mit einer gelben Flagge angeblich irgendwo. Ah, das war vorletzte Kurve. Vielleicht da ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja, ihr seht es im Tower, also Pierre Meyer 1,5 Sekunden zu Alex Meyer an Pierre Meyer. Das hält sich noch halbwegs. Pecco vorne 8 Sekunden weg. Andersen aktuell, ja, auch der Abstand tendenziell ein bisschen größer geworden. Jetzt 2 Sekunden, vorne waren es auch noch 1,5. Und wir gucken kurz mal, fahren wir rein. Jetzt ist er am Lambo natürlich vorbeigekommen, wo wir weggeschaltet haben. Wir gucken ins Replay rein. Ja, da können wir es jetzt nochmal sehen. Da ist der Honda noch hinter dem Lambo und da wird er wahrscheinlich auf die Innenseite gegangen sein. Und bremst sich daneben. Und, ja... Überbremst wollte ich sagen, verbremst, aber geht ohnehin in die Box rein. Also hätte jetzt eh nicht so Sinn gemacht, da jetzt überholen zu wollen. Fährt also rein hier nach 18 Minuten ungefähr. Relativ früh, muss man sagen. Also mal gucken, ob das ja, sich ausgeht nachher am Ende. Weiß nicht, ob er Reifen wechseln wird. Muss er ja, stimmt ja. Also die Option hat man ja gar nicht. Heißt, wird dann jetzt frische Reifen raufziehen für die letzten 40 Minuten. So, Buchholz, den haben wir hier zwischen dem McLaren von Cruz und vor Carsten König, der ja aus der Box gestartet war, ist inzwischen auf der 26, da oben sehen wir den BMW. Hat natürlich auch enorm profitiert da, hat locker mal bestimmt 5-6 Plätze allein dadurch gewonnen, durch die ganzen Unfälle, wenn nicht sogar noch mehr. Also, in die Punkte scheint es heute eventuell zu gehen, gucken wir mal, wo er nachher rauskommt, wenn er in der Box war. So, was ist beim M6 los? Ich glaube, der hatte kurz eine gelbe Flagge. Gucken wir ins Replay rein. Ja, ein Tick zu weit rausgekommen hier. Und dann dreht er sich weg. Zum Glück mal von der Ideallinie weg. Hat aber, glaube ich, 1-2 Positionen verloren. Antwand Moldenhauer müssten das sein. Moldenhauer, die da vorbeigegangen sind. Das ist genau der Aston Martin hier auf der Innenseite. Hat es vor Sunset auch noch geschafft, sich den Butt zu schnappen. Ja, damit ist er hier der erste Verfolger in dieser Gruppe. Wir gucken bei Anwand mal kurz rein, außenrum gegen den Honda von Detlef Kiep. Ja, weiter, weiter Weg. Muss natürlich aufpassen, der Aston Martin hier auf der Innenseite. Ja, kann mal immer schön reingucken. Oft reicht es aber nicht, um tatsächlich daneben zu bleiben. Wir sehen es hier. Der Aston Martin geht wieder in den Windschatten rein vom 52er BMW. Moin Sven. Schön, dass du dabei bist. Ja, aber eine schöne Gruppe, die wir hier sehen. 2, 3, 4, wie gesagt, 1,5, 2 Sekunden Abstände, Preko vorne fährt weg, 40,6 ist er gefahren, seine schnellste Runde, da kam bis jetzt keiner ran, 41,1 von Pierre Meyer inzwischen, Alex Meyer auf der 3, 41,3, genauso wie Daniel Andersen auf der 4, also der sollte sich sein Ding hier holen und Carsten König mit der gelben Flagge eben noch gelobt und Peter Buchholz auch hier der Porsche, ja, müssen wir jetzt nicht alles nachgucken. Gucken mal lieber, was bei den Zweikämpfen hier geht. Gehen wir hier ans Ende der Top 10. Top 10 hat momentan noch Detlef Kiep da oben, der Honda. Aber hat hier einiges, ja, an Autos hinter sich. Wir sehen den M6, der eben den kleinen Off-Track hatte. Also der guckt natürlich, dass er jetzt hier vor dem Boxenstopp vielleicht nochmal 1, 2 Autos überholen kann. Und dann vielleicht, ja, beim Boxenstopp nochmal jemand überholen kann. Pierre Meyer mit einer gelben Flagge. Eieiei, das war der Zweiplatzierte. Ja, der Teleturm ist richtig. Oh, zu schnell in die SS rein. Da kam das Heck vom Audi. Ich hoffe, er hat den Einschlag vermeiden können zumindest. Und nochmal verloren hier. Und Gott sei Dank kann er das Auto gerade ziehen. Das hätte Andersen da nochmal ordentlich getroffen. Der jetzt natürlich auf die dritte Position vorgegangen ist. Ja, damit haben wir den anderen Meyer auf der 2 mit Y. Alex Meyer, also ein Ferrari auf der 2. Ja, Precor spielt das natürlich sowieso in die Karten. Jetzt der Abstand natürlich nochmal 1, 2 Sekunden größer geworden. Da hat sich ja jetzt diese Lücke aufgetan. Ah, sehr, sehr schade für Pierre Meyer. Ich denke, der hätte das da gut im Griff gehabt. Aber noch sind es 39 Minuten, die er Zeit hat. Vielleicht bringt das nochmal ein bisschen Spannung rein hier vorne, zweikampftechnisch. Holt dann vielleicht nochmal auf Andersen und Meyer auf. Momentan sind es aber über 2 Sekunden. Wir sehen es hier auf der Geraden.
Da ist jetzt in absehbarer Zeit erstmal nicht mit dem Angriff zu rechnen. Damit gehen wir mal wieder zum Lamborghini von Michael Haaf, Freibeuter Racing Team, die 86. Für die es auch momentan gut nach vorne ging. 6 Positionen und die 7. Position könnte jetzt hier ins Haus stehen. Eckert, der steht nämlich gerade gehörig unter Druck hier. Der Audi, mal gucken, Lambo auf der Innenseite, sollte sich daneben bremsen können. Ist die Frage, ob der Audi dagegen hält. Nein, der sortiert sich da ganz easy hinter ein. Also, schnelle Nummer hier. 7 und 8 einmal getauscht. Gucken, wie lief's bei Eckert bis jetzt. 4 Positionsgewinne, eben waren es noch 5. Jetzt hat er erstmal ein bisschen Luft zum Nissan von René Brey, der ihn aber auch schon sieht da in der Ferne. Ist ja auch immer gut, wenn man den Gegner schon mal sieht. Kann man das optisch auch schon mal wahrnehmen, ob man da aufholt oder nicht. Und vor allem, wo man vielleicht auch aufholt. So, wir gucken mal ein bisschen weiter hinten wieder rein. Dann gehen wir mal zum anderen Lamborghini mit der 15, Nick Kleefeld. Der klebt nämlich hier gerade an Jan Hansel dran. Auch die nicht so weit weg von Eberts und Boost davor. Also auch ja, mehr oder weniger eine Vierergruppe hier. Kleine Lücke da in der Mitte. Ja, vielleicht gibt es ja auch den Angriff. Nein, der BMW geht rüber, relativ spät auch schon. Aber der Lambo, ja, macht da keine Anstalten, wirklich vorbeigehen zu wollen. Hält die Nase mal kurz daneben, aber außenrum wird es Kurve 2 hier doch etwas schwierig auf jeden Fall. Wir gucken kurz bei Rudi, nicht Rudi Geis rein, sondern, wo wollte ich hingehen? Zu Moldenhauer. Genau, hier den Aston Martin. Hier haben wir auch nochmal diese Vierergruppe um Platz 10. Bin mal gespannt, ob Haaf auf der 7 jetzt von Eckert wegkommt. Den hat er ja gerade überholt, hatten wir ja gesehen. Boah, aber ich glaube schon, Abstand jetzt schon Richtung eine Sekunde. Ja, schon viele, viele in der Box. Das sind aber fast alles Reparaturen gewesen. Ich sehe auch gerade, es gab schon SG30, die 35 unter anderem. Das ist war Friedrich Pfaffenroth auf der 38 und die 292. Patrick Schröter auf der 39, der hat sich auch schon eine SG abgeholt. SG30. Eieiei, das tut natürlich weh, auch wenn die Boxengasse an sich gar nicht super lang ist, aber kostet natürlich super viel Zeit. Und ja, die Abstände sind hier ja noch deutlich im einstelligen Bereich nach gleich 25 Minuten. Also da gehen dann einige Autos vorbei. So, bin ich denn hier jetzt? Ah, auf der 12. Ja, hat sich jetzt gut schon auseinandergezogen, das Feld. Wird schon ein bisschen übersichtlicher, was die Zweikämpfe und Mehrkämpfe hier angeht. Größte Gruppe haben wir fast hier, würde ich sagen. Käfer Guerra können wir vielleicht mal hingehen. Oder warten mal ganz kurz die Sunset nochmal ab, ob es hier in der nächsten Kurve einen Angriff gibt. Aber ich denke mal, da ist der Aston auch ein bisschen zu weit weg. Ja, nicht zu weit rauskommen. Nicht, dass ihm das gleiche Schicksal ereilt wie Laura Zies. Die ist da ja leider auch abgeflogen. Also Guerra jetzt hier auf der Geraden oben auf dem Berg Richtung oder gegen Remo Kipfer. Das ist der BMW hier jetzt auf der Innenseite. Der Audi probiert das außen. Ja, guckt zwar, aber muss sich eher hinten einordnen. Der Weg ist da doch zu lang. So, jetzt vielleicht auf der Innenseite mal die Nase ein bisschen reinhalten. Jawohl, sehen wir hier doch ganz gerne mal. So, mal sehen, ob hier alle gut rumkommen. Der Audi lässt auf jeden Fall auf der Außenseite ganz gut Platz. Damit bleibt der BMW erstmal auf der 20. Position. Ja, aber schön Zweikampf, den wir sehen. Aber hinten, da geht es gerade auch ordentlich zur Sache. Eike Buß hat hier, glaube ich, eine Position verloren. Gucken wir mal kurz ins Replay rein. Ah, wissen wir nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist er auf der 35 unterwegs hinter Kleefeld und Hansel. Ich glaube, müsste eigentlich so vorher auch schon gewesen sein. So, jetzt ist Guerra doch an Kipfer vorbeigegangen. Oben in der Haarnadelkurve. Gucken wir ins Replay rein. Ah, da war schon passiert, leider. Also durch die S ist wahrscheinlich irgendwie besser rausgekommen und vielleicht konnte er sich da oben nebenbremsen. Und damit der Audi-Pilot jetzt auf der 20 unterwegs. Sein erster Positionsgewinn, also auf dem Papier zumindest, von der 21 gestartet. Jetzt ist er in die Top 20 reingefahren. So, wo gehen wir hin, wo gehen wir hin? Na, das hatte ich hinten gesehen. Gehen wir bei Kleefeld nochmal kurz rein. Ja, dürfte gleich relativ voll werden in der Boxengasse. Also gehen wir ja gleich auf die Halbzeit zu. Die meisten werden dann, denke ich, mal reinkommen. Ja, ist ja schon die Hälfte gefühlt drin gewesen. Aber wie gesagt, das werden dann die ersten regulären Boxenstopps werden. Ja, gehen wir doch zu Rudi Geis jetzt mal. Jetzt ist hier doch ordentlich was los. Er guckt hier gerade auf der Innenseite, ob er da irgendwie neben dem BMW kommt. Carsten König ist das. Und er kommt sogar vorbei. Also Carsten König jetzt wieder auf die 27 zurückgefallen. Und Rudi Geis hat damit, ja, 9 Positionen verloren insgesamt, sehe ich gerade. Also ich könnte mir vorstellen, dass er da irgendwie, ja, er war schon auch in der Box, also der muss da irgendwo in der Startkollision involviert gewesen sein.
Heißt also, der wird jetzt hier durchfahren, normalerweise, hoffen wir mal, und gucken, was noch nach vorne geht. In die Punkte hat das ja bis jetzt geschafft. Nächsten Position, ja, sind noch ein paar Sekunden weg, aber wenn die alle drin waren, dann sollte er sich den einen oder anderen schnappen. Also vielleicht geht's noch in die Top 20 heute. Das wäre zumindest so ein bisschen Schadensbegrenzung. Gucken wir mal, an König ist er vorbeigekommen jetzt. Und ja, kommt auch relativ zügig weg. Denke mal, ja, wird auch an den frischeren Reifen liegen. Denn König war ja noch nicht in der Box. Hofmann dahinter auf der 28 auch nicht. Ja, ein Auto haben wir verloren sozusagen. Wie gesagt, der F85 steht in der Box. Wird, denke ich, auch nicht mehr groß rausfahren. Der Teamkollege, der ist hier auf der vorletzten Position, auf der 39. Also 39 Autos, die wir noch am Start haben hier in Graz. Jetzt gegen Hofmann. Und das war ein erfolgreiches Überholmanöver. Ja, in der Kurve wird gerne mal angegriffen, wie gesagt. Und natürlich hier aus den S's raus, wenn man da ja den Schwung mitnehmen kann, kann man oben in der Haarnadelkurve auch nochmal gut angreifen. Gucken wir mal kurz bei Hansel rein gegen Kleefeld. Ne, da gab es keinen Positionstausch. So, den AMG, den wir davon gesehen hatten, der muss auch ordentlich abreißen lassen. 5 Sekunden sind die beiden schon weggekommen hier. Ja, aber der Lambo bleibt hier am BMW dran. Bin mal gespannt, ob er da noch vorbeikommt. Ich sage, die schnellsten Runden, die sind sehr, sehr gleich. Muss aber nichts heißen, wenn der Lambo jetzt keine freie Fahrt hatte. BMW wieder spät reingezogen hier auf die Innenseite. Haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Genau eine ähnliche Situation hier. Ja, also spannender Zweikampf hier. Vorne kann ich euch leider nicht so viel bieten. Stefan Mons haben wir hier auf der 5,7 an Pierre Meyer dran. Ja, Pierre Meyer kann offenbar jetzt nicht wirklich vorne aufholen. Also der Abstand wird tatsächlich größer. 4 Sekunden sind es inzwischen. Ja, weiß nicht, ob die Reifen da so sehr gelitten haben. Aber muss jetzt tatsächlich eher nach hinten gucken, denn der McLaren wird größer und größer. Hintergrund sehen wir auch noch den BMW hier mit der 78. Der schaut sich das aus der Ferne an. Also mal sehen, vielleicht kriegen wir hier gleich nochmal einen schönen Zweikampf. Müssen wir beobachten. Buchholz schon wieder mit einer gelben Flagge, glaube ich. Der Porsche hier, Rudi Geis jetzt hier vorbeigegangen. Auch die 25, auch Carsten König geht vorbei. Ich weiß nicht, was mit Buchholz los ist. Auch da gerade sehr langsam. So, Langhorst ist jetzt reingekommen. Auf der 15. Position jetzt 16. Also ich denke mal, so langsam geht es hier mit den Boxenstopps los. Wo gehen wir mal hin? Wir gehen zu Moldenhauer. Der ist hier zwischen einer M4 und einem M6 eingeklemmt. Für ihn lief es ganz gut bis jetzt. 6 Positionen gewonnen. Dürfte er relativ zufrieden sein. Ziel könnte Top 10 nochmal werden. Die sind ja nur so 2 Sekunden vor ihm. Da könnte er nochmal einen Blick drauf werfen. Aber wie gesagt, ist erst die Hälfte rum. Und ja, wir haben leider eine relativ turbulente erste Runde gesehen. Auch hier und da haben wir vor allem ja eigene Abflüge gesehen auf der Strecke. Ich weiß, Solda, schon ein bisschen her, da waren wir 45 Autos. Da lief es tatsächlich sehr gut, wo die Strecke doch deutlich enger ist als hier Kialami. Ja, hat wie gesagt einige Autos getroffen. Ich weiß nicht, wie viele. Gefühlt 6, 7, 8 waren es auf jeden Fall. 2 Strafen hatten wir auch schon. Und ja, gucken wir mal. Vorne ist es, wie gesagt, nicht super spannend, außer auf der 4 und 5. Also da kriegen wir nochmal ein bisschen Action. Bleiben vielleicht mal drauf. Pierre Meyer, ja, der muss jetzt wirklich langsam mal gucken. Fahren vielleicht mal hier ein paar Kurven mit. Was macht der McLaren? Und ja, wann gehen die beiden rein? Gehen die gleichzeitig rein? Gehen in unterschiedlichen Runden rein? Und gibt es vielleicht nach dem Boxenstopp den Wechsel? Oder über den Boxenstopp? Beide bleiben auf jeden Fall erstmal draußen. Wir sehen es hier. Geht es jetzt durch die letzte Kurve. Gucken wir mal. McLaren kommt ja auch doch sehr, sehr gut raus. Muss da wenig federn lassen tatsächlich. 1-2 Meter natürlich jetzt hier. Pierre Meyer kann natürlich ein bisschen früher aufs Gas gehen. Aber jetzt mit dem Windschatten kann er vielleicht, ja, vielleicht auch nicht angreifen. Audi auf der Geraden auch sehr, sehr stark. Nee, reicht hier noch nicht. Andersen Anwand jetzt in die Box reingefahren. Also Pierre Meyer hat gut zu tun. Vorhin relativ locker konterfahren. Keinen direkten Druck gehabt. 1,5 Sekunden nach vorne und nach hinten hatte er. Ja, jetzt muss er mal gucken, ob er sich hier aktuell Position 3 holen kann. Andersen ist ja reingefahren. Der war ja davor noch. Also der erste der Spitzengruppe, der zum Boxenstopp reingekommen ist. Aber wir sehen Six im Tower. Wengel reingekommen. Jetzt auch Chris Haier reingekommen. Also pünktlich zur Hälfte. Wenn du E-Reifen wechseln musst, dann macht es auch Sinn, einfach Hälfte-Hälfte zu machen. Ja, 26, 27 haben wir 0,2, 0,3. Das ist aber kein richtiger Zweikampf, weil König noch in die Box muss. Und Alex Graz auf der 27 war schon einmal drin. Also wenn er da irgendwie mal daneben kommt, denke ich mal, dass Carsten König da jetzt nicht komplett gegenhalten wird. Macht keinen Sinn. Der fällt so oder so dahinter zurück. So, Pierre Meyer kann sich auf jeden Fall weiterhin verteidigen hier.
Ray, das habe ich auch schon gefragt, habe ich auch schon gesucht, die DT. Gab eigentlich die Ansage, dass nur einer eine DT bekommt von Anfang an. Keine Ahnung, wo die geblieben ist. So, Biermeier kommt rein, denn zwei SG-30s habe ich hier auch nur in der Liste stehen tatsächlich. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wer jetzt die DT hätte bekommen müssen. So, Biermeier fährt rein, also können wir mal gespannt sein. Prekor ist auch rein, der ist ein paar Meter davor. Damit haben wir jetzt einen neuen Führenden, momentan zumindest. Der Stefan Mons ist das hier, wo wir mal gespannt sein können, ob er dann vor Biermeier rauskommt, wenn er dann zum Boxenstopp war, oder ob er dahinter bleibt. Viel Spielraum hat man ja nicht. Wie gesagt, 30 Sekunden steht man ohnehin durch den Reifenwechsel. Kannst du eigentlich nur in der Boxeneinfahrt und Ausfahrt vielleicht ein bisschen was gut machen. Und natürlich gucken, dass du ordentlich stehst an deinem Platz. Ja, müssen wir ein bisschen warten jetzt natürlich. Das würfelt alles gerade ordentlich durcheinander. Die ganzen Boxenstopps hier. Aber fehlen gar nicht mehr so viele Autos. 6, 7 sind es nur noch, die rein müssen. Oh. Ne, Prekor gerade raus. Eckert, eine Sekunde an Half dran. Gucken mal kurz hinten, verpassen wir da was. Ja, Jeff Ewerts, den haben wir hier auf der 31. BMW gegen BMW, relativ viele BMWs hier in der Gegend. Gucken wir mal, 21 Positionen momentan verloren. Der stand 100 Sekunden einfach bei seinem Boxenstopp. Wenn ich das hier so richtig interpretiere. Also der hat auch ordentlich Schaden mitbekommen da in irgendeiner Startkollision. Ja, jetzt muss man mal gucken, ob er an Daniel Pay rankommt. Der stand nicht ganz so lange in der Box, aber auch deutlich länger als normal. Also beide hier ordentlich nach hinten gefallen. Beziehungsweise Daniel Pay hat sogar 3 gewonnen insgesamt. Ja, aber reparieren musste er anscheinend trotzdem was. Ja, aber momentan auf der letzten Punkteplatzierung. Die ist gerade hart umkämpft hier zwischen den beiden. 3-4 Sekunden dahinter war Hansel Klefeld, 32, 33, ähnlich dicht zusammen mit 0,2 Sekunden. Oh, Daniel Pay jetzt etwas so weit raus. Zum Glück kommt jetzt die Linkskurve, da kann er auch ganz gut verteidigen. Aber natürlich, Ewerts probiert es außenrum. Jetzt geht Cyberside Richtung der Esses. Und das ist immer ganz, ganz spannend. Zu zweit durch, da muss man sehr, sehr langsam machen. Ja, aber gut gemacht hier von Ewerts außenrum. Geht's an Daniel Pay vorbei. Aber gibt es jetzt hier direkt den Konter Richtung Haarnadelkurve? Kann er sich daneben bremsen? Er guckt auf jeden Fall mal links, ob es funktioniert. Aber reicht nicht so ganz. Also die beiden BMWs jetzt hier getauscht und Pay aus dem Punkterennen rausgerutscht. Erstmal zumindest. Ewerts würde sich aktuell 1 Punkt holen. Die nächsten, die natürlich auch noch auf Punkte aus sind, sind die beiden hier. Jan Hansel und Nick Klefeld. Wie gesagt, auch schön dicht an dicht. So, jetzt gucke ich mal. Ist Mons reingefahren? Ja, Mons steht in der Box. Wie gesagt, sein direkter Gegner ist der Biermeier. Wo ist der denn jetzt? Der ist gerade aus der letzten Kurve raus. Wir gucken mal. Wo ist Mons? Fährt er schon los? Da kann er jetzt Vollgas geben. Wo kommt Biermeier jetzt raus? Oder vorbei? Ja, ich glaube, das reicht für Biermeier gerade so. Der hat natürlich ein bisschen mehr Schwung hier auf der Geraden, aber kann sich gerade noch so vor dem McLaren halten. Hat also gut funktioniert. Lustigerweise exakt gleiche Standzeit. Ja, damit bleibt Biermeier auf der 6. Also momentan müsste er gleich wieder ein bisschen nach vorne rutschen. Michael Haaf kommt auch gerade aus der Box. Also, Mons muss jetzt gucken, dass er auf der Strecke vorbeikommt. Problem, Andersen ist direkt dahinter, der McLaren, sein Kollege. Der war auch schon in der Box. Wir sehen, wie der Mons ein bisschen die Reifen warm fährt. Auch interessant, obwohl er direkt einen Genick hat. Also, da ist es jetzt noch ein bisschen zusammengerückt tatsächlich zwischen denen hier. Also, wird auch mal ein bisschen spannend vielleicht ums Podium. Biermeier hofft natürlich darauf, dass die beiden McLaren sich ein bisschen behaken, dass er da wegfahren kann. Der hat natürlich eine Runde mehr schon auf den Reifen drauf. Das heißt, die Reifen sind schon ein Tickchen wärmer, aber Biermeier dürften so langsam auch schon im Fenster sein. Stefan Mons muss jetzt nochmal ein bisschen vorsichtig machen hier. Hat vielleicht noch nicht den optimalen Grip. So, der Ferit ist jetzt reingekommen. Mir fehlt noch Jan Butch und der Remo Kipfer auf der 5. Carsten König hinten jetzt auch reingefahren. Also, langsam haben wir hier ein boxenstoppbereinigtes Feld. Dürfte nicht mehr lange dauern. Prekor, ja, dürfte dann gleich wieder auf die 1 gehen. Wir sehen ihn hier noch auf der 2. Ferit, wie gesagt, rein. Und der Ferrari wird gleich wieder auf die 2 gehen. Oh, meine Nase. Ja, ich glaube, wir bleiben mal kurz bei den beiden McLarens nochmal. Bin jetzt mal gespannt, wer sich hier durchsetzen kann. Ja, dann da war eine relativ große Lücke. Der Lamborghini von Michael Haaf auf der 9, bereits 11 Sekunden dahinter. Also da haben die erstmal Ruhe, sind hier unter sich. Biermeier kommt jetzt erstmal einen Tick weg, wie man hier sieht. Läuft hier gerade auf Position 4 auf. Remo Kipfer ist das. Der muss aber ohnehin nochmal in die Box rein.
So, Evert 27, 28 hätten wir noch im Angebot. Da gibt es, glaube ich, gerade den Positionswechsel, Kurve 1. Ah, Evert, den wir vorhin gesehen hatten, wie er den hinteren BMW da hinten überholt hatte in den Esses, ist hier am nächsten Markenkollegen noch nicht so ganz vorbeigekommen. Also Peter Lindner ist das nämlich hier. Die 88, eine Position hat er ja aktuell gewonnen. Muss sich hier auf jeden Fall verteidigen. Also ich denke auch, die nächsten 24 Minuten werden hier nicht langweilig werden. Wir sehen es hier links im Tower, viele, viele orangene Zahlen. Schöne Gruppenbildung zum Teil noch. Das ist das Schöne, wenn so viele Autos dabei sind. Wie gesagt, 39 Autos sind hier noch aktiv auf der Strecke unterwegs. Und Sebi, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Gehen wir mal zum Moldenhauer hoch. Auf die 18-19 ist das nämlich. Da haben wir auch sehr viele Aston Martins hintereinander. Chris Heyer führt hier so einen kleinen Aston Martin Train an. Taipiona, Moldenhauer und Rudi Geis dahinter. Rudi Geis tatsächlich in den Top 20 jetzt bereits. Also, da ging es, glaube ich, doch ganz gut nach vorne. Ja, also seit dem Unfall meine ich natürlich. Drei Positionen insgesamt verloren. Ah, vielleicht ist die Startposition ja noch drin. Die nächsten drei Positionen sind ja nicht so weit weg da vorne. So, was machen die McLarens hier vorne? Also, Pierre Meyer erstmal nicht direkt unter Druck. Aber Stefan Monster jetzt auch mit guten Reifen, denke ich mal, unterwegs sein sollte. Er kann sich hier vor den Markenkollegen halten. Und die anderen restlichen beiden Butch und Gipfer sind jetzt auch in die Box reingefahren. Also haben wir gleich einen Boxenstopp bereinigt. Das Feld macht die Boxenstopps mal aus. Und ja, dann gucken wir mal, wer jetzt hier noch um welche Position kämpft. Wir haben noch einiges an Zweikämpfen. So, oh, interessant hier. Daniel Pay zwischen zwei Lamborghinis. Wobei der eine Lamborghini keine direkte Position ist. Der direkt, hinter ihm, ja, vor ihm. Genau, das ist direkte Position, die 15, die wir hier sehen. Der andere Lambo da ist keine direkte Position. So, gehen wir hin, Farmer Eckert. Was haben wir denn hier noch? Position 8, 9 und, ja, René Brey auf der 10 der Nissan. Den sehen wir da ganz hinten, den dunklen. Aber gucken wir erstmal, Farmer hat hier auf der Innenseite Richtung Sunset schon mal wieder sich bemerkbar gemacht. Und der BMW da vorne, da, nee, ist keine Position, auch noch davor. Also gibt es auch die eine oder andere Überrundung tatsächlich. Klar, wenn du sehr lange in der Box standest, dann hast du da super viel Zeit verloren. Und klar, wenn du früh rein musstest, sind die Reifen jetzt auch schon ordentlich durchgelutscht, während die anderen, die gerade jetzt in der Box waren, mit Zwischenreifen unterwegs sind. Gucken wir mal, ob es hier am BMW vorbeigeht. Ich weiß gar nicht, wer ist das? Die 41 ist das. Guck mal kurz, wer das ist. Das ist der Jan Hansel auf der 31, der da überrundet wird. Da geht René Brey gleich, denke ich, auch nochmal vorbei. Und wir springen mal zu Carsten König. Außerbox gestartet und ja, Boxstopp bereinigt, ging es jetzt doch nicht so weit nach vorne. Auf der 36 unterwegs, regulär wäre er von der 34 gestartet. Hat also jetzt eine Handvoll an Position verloren, dadurch, dass er nicht in der Startaufstellung stand. Aber ist hier am Hausinger dran, der schwarze Bentley, für den es auch nicht optimal lief. Hier 5 Positionen ging es nach hinten. Mal gucken, ob er den Porsche vorne im Buchholz, da oben sehen wir ihn, noch einholen kann. Dann geht es vielleicht nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Die Kollegen hier allerdings ohne Punkte aktuell unterwegs. Aus diesem Rennen jedenfalls. Jeff Evert, gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert hier am BMW vorbeizugehen. Vorhin hat es ja nicht so ganz funktioniert. Oh, Lindner da nicht ganz optimal rausgekommen. Sah zumindest danach aus, dass er ein bisschen zu schnell gewesen ist. Kann aber den schon ganz gut mitnehmen. Guck, ob Evert jetzt sich hier auf die Innenseite setzt. Lindner bleibt relativ weit außen. Konnte da offenbar nicht zuziehen. Und damit Evert jetzt hier daneben. Außenseite allerdings wieder. Mal sehen, ob es diesmal klappt. In den SS1 hat er es auch hinbekommen. Gegen den anderen BMW war das, glaube ich. Und auch hier wieder außenrum. Also Jeff Evert hier mit richtig starken Manövern. Wird ihm jetzt aber auch nur mäßig Freude bereiten. Denn er mit 17 Positionsverlusten war von der 10 gestartet. Ordentlich nach hinten gespült worden. Denke mal, so viel weiter nach vorne wird es nicht mehr gehen. 10 Sekunden zur nächsten Position. Und dann haben wir zwischen 25, 26 auch schon wieder eine halbe Minute tatsächlich. Also da haben wir eine sehr, sehr große Lücke. Eine der größten auf der Strecke. Sonst sind die Abstände ja einstellig. Zum Teil sogar unter einer Sekunde. Wir sehen es links im Tower. Wie gesagt, die nächsten 20 Minuten wird es nicht langweilig werden, denke ich mal. So, was tut sich hier? Pierre Meyer da oben, der Audi, hält sich 1,5 Sekunden vor den beiden McLarens, wo wir bis jetzt auch noch keinen Angriff gesehen haben von Andersen. Ja, sind alles Piloten, die auch in der Gesamtwertung relativ weit vorne stehen. Und
Wie gesagt, zwischen 2 und 3 ist es noch sehr eng. Das sind ja Evertz und Andersen. Ja, das ist für Andersen gerade sehr gut, sehe ich gerade. Während wir hinten einen Positionswechsel haben zwischen den beiden Aston Martins, hat Jone gegen Moldenhauer. Hat sich hier vorbeidrücken können. Ja, Andersen auf der 5 ist ja der Drittplatzierte der Gesamtwertung und Evertz der Zweitplatzierte der Gesamtwertung, der sich ja momentan auf der 27 nur befindet. Das könnte Andersen also richtig, richtig helfen, Position 2 in der Gesamtwertung dann sich zu sichern. Dann gibt es nur noch ein Rennen. Und ja, sind ja sehr weit auseinander hier, auch punktetechnisch dementsprechend. Da kann er sich einen guten Puffer rausfahren. Natürlich nochmal relativ entspannt dann für die letzte Station dann in Imola in 2 Wochen. Mitte Dezember dann. So, hinten geht auch noch ordentlich zur Sache. Oh, Patrick Schröter hat er abgestellt. Rot hinterlegt bei mir. So, Jan Hansel hier gegen seinen Teamkollegen. Ja, auch mal sehr interessant. Daniel Pay ist das nämlich dahinter. Jetzt ist er hier auf der letzten Punkteplatzierung. Ein Punkt gibt es für Position 30. So, kommen wir mal mit Nissan rein. Hier René Brey. Der hat auch noch so einiges in Aussicht. Farmer der Honda, da vorne der Audi Eckert. Und nochmal schöne Dreiergruppe nach hinten. 5,5 Sekunden. Detlef Kebter mehr oder weniger mit dem BMW beschäftigt von Anwand. Hier geht es nochmal an einer Überrundung, glaube ich, vorbei. Also gucken wir mal. Ab Position 15 haben wir noch eine schöne Gruppe. 22, 23 gucken wir mal kurz rein. Hier haben wir den Soapbox Racing Porsche mit der 18, Klaus Jäkel. Eine Position insgesamt gewonnen. Könnte aber auch bald wieder futsch sein. Helder Guerra, der 2 Positionen verloren hat, der hängt ihm leider ganz gut im Nacken. Vor allem auf der Geraden dürfte es interessant werden oder schwierig werden für den Porsche. Der Audi, wie gesagt, ja, sehr, sehr gut auf der Geraden. Porsche jetzt eher weniger. Könnte sein, dass wir da in der nächsten Runde auf der Startzielgeraden vielleicht schon Angriff sehen. Je nachdem, ob er in den letzten Kurven hier nochmal ein bisschen den Abstand verkürzen kann. So, was haben wir hier? Buchholz. Eieiei, da gibt es nochmal einen Off-Track. Wollte mich gerade hinschalten, der Bentley war da sehr nah dran. Aber hier hat er einen eigenen Fehler gemacht. Nimmt dann den Körb zu viel mit. Zum Glück zieht das Auto hier gerade. Geht nicht nochmal rüber, sonst hätte er wahrscheinlich den Hausinger hier mitgenommen. Carsten König auch noch vorbeigezogen auf die 35 jetzt. So, Jean-Marc Guerra jetzt hier auf der Geraden, wie gesagt. Guckt, ob er hier daneben kommt. Oh, ganz, ganz spät rein hier. Ja, wahrscheinlich überschossen eher, würde ich sagen. Oder? Na, könnte noch reichen. Ich weiß nicht, ob der Porsche noch... Doch, der kann davor bleiben. Also war doch ein Tick zu spät auf der Bremse oder zu schnell in die Kurve rein. Kurzes Gasspiel hier auf der 22. Position. Aber wir sehen, ich denke, in den nächsten 17 Minuten sollte er hier nochmal vorbeikommen. Scheint doch deutlich schneller zu sein. Kann man kurz auf die schnellsten Runden gucken. Guerra mit einer 42,3. Jäkel mit einer 42,8. Also ich würde sagen, ein paar Zehntel kann der Audi schneller sein. Wir sehen ja auch, dranbleiben, kein Problem hier. Jetzt muss er irgendwie gucken, ja, wo er vorbeikommt, nächste Gerade vielleicht. Aber wir gucken jetzt mal zu den beiden McLarens. Die sind nämlich gerade auf der Geraden jetzt ganz, ganz dicht zusammen. Und Mons muss hier komplett auf die Innenseite fahren. Nahezu komplett. Und Andersen versucht es außenrum. Kleine Berührung, Tick zu früh eingelenkt hier. Aber nichts Wildes, bisschen Lackaustausch ist in Ordnung. Pierre Meyer wird es freuen. 2,6 Sekunden ist der Audi jetzt nach vorne schon weg. Rico vorne auf der 1 schon fast eine halbe Minute weg. Also ihr seht, der... Ja, hat da wirklich keine Konkurrenz aktuell. Alex Meyer auf der 2 auch relativ unbehelligt. Sollte das eigentlich auch nach Hause fahren können, denke ich mal. So, ich gucke mal, ob wir irgendwelche Strafen noch offen haben tatsächlich. Nö, in der Boxengasse hat also alles funktioniert. Das ist doch auch schön. Wie gesagt, 2 SG30s hatten wir bis jetzt. Eine DT war noch angesagt, aber die wurde nicht ausgesprochen. Naja, vielleicht gibt es im Nachhinein nochmal was. Ja, gucken wir mal, was sich noch so entwickelt. Letzte Viertelstunde noch. Wird ein bisschen kälter, wie gesagt. Wird jetzt nicht wirklich dunkel. Geht ein bisschen in den Sonnenuntergang vielleicht hinein. Und haben vor allem um Platz 4 und 5 einen schönen Zweikampf. 8, 9, 10. Wenn wir da mal kurz reingucken, haben wir ja auch nochmal so ordentliche Zweikämpfe. Ab Position 16 nochmal. Und hinten auch nochmal so ein paar Techtelmechtel. Hab da gerade 22, 23 immer noch im Blick. Das ist ja immer noch der Audi gegen den Porsche. So, jetzt gucken wir mal bei Farmer, ob er sich hier den Audi jetzt schnappen kann. Aus der Haarnadelkurve hier raus, den Berg hinunter. Schön im Windschatten ranfahren. Ja, gucken wir mal, ob er auf der Innenseite da schon mal daneben gehen kann oder ob der Audi verteidigt. Ja, sieht nicht so aus, dass er verteidigt, aber gibt auch keinen Angriff. Hat er doch ein paar Meter gewinnen können, den Berg hinunter. Jetzt ist Guerra doch vorbeigekommen hinten. Wo ist er?
Jetzt hat es doch geklappt gegen den Porsche. Wir gehen kurz zurück. Ah, das ist schon passiert. Oben auf der Geraden wahrscheinlich. Also Gera jetzt auf die 22. Eine Position, hinter der er gestartet war. Jägel, der Porsche dahinter auf der 23. Ja, die hat der Matthias wieder vergessen, genau. Wo ist der überhaupt gerade? Auf der 14. Ah ja. Ja, da passiert auch gerade nicht viel. 5 nach vorne oder 4,6 nach vorne, 2 nach hinten. Mal gucken, ob Langhorst vielleicht nochmal angreift. Schauen wir mal. Ja, zwischen dem McLaren wird es auch nochmal spannend bleiben. Bin gespannt, ob Andersen sich Position 4 nochmal holen kann. Wie gesagt, sein direkter Gegner in der Gesamtwertung ist weit abgeschlagen auf der 27. Das ist das Gute. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn er sich die Position nicht holt. Aber würde mich wundern, wenn er sie nicht holen möchte. Klar, Viertelstunde noch. Direkt vor einem. Dranbleiben kann er auf jeden Fall. Also warum sollte man nicht sich die Position nochmal holen? So, kommen wir bei Eike Buß rein. Das ist hier der... Ist das der einzige AMG, glaube ich? Bin ich ganz sicher. Viele davon haben wir auf jeden Fall nicht dabei. Ist hier ein Hofmann dran. Ein BMW. Einer von relativ vielen. Mal sehen, was da so geht. Dahinter ist noch ein Aston Martin. Das ist aber keine Position. Ich glaube, wer ist denn das? Müsste einer sein, der hier überrundet. Irgendwas mit 67, glaube ich, war das. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Überrundung hier vom Aston Martin. Das heißt, er wird hier gerade so ein bisschen gestört in seinem Zweikampf. Auch der BMW lässt ihn hier auf der Innenseite vorbei, damit die beiden jetzt wieder direkt hintereinander. Und ja, der AMG mit deutlich mehr Schwung hier in die Kurve rein. Musste da leicht ausweichen. Ja, schade. Hätte er vielleicht was ausnutzen können an der Stelle. Aber auch ein schöner Zweikampf, den wir hier auf den hinteren Positionen sehen. So, gucken wir wieder hier hin. Die beiden McLarens jetzt noch 1,5 Sekunden auseinander auf 4 und 5. Damit können wir erstmal wieder auf Samuel Farmer gehen, der hier immer noch auf seiner Startposition verharrt. Auch hier können wir nochmal Position Deltas jetzt einblenden. Die Boxenstopps sind ja soweit durch. Und da werden wir sehen, vorne hat sich inzwischen wieder ein bisschen was getan. Vor allem durch Pierre Meyers Fehler. So, das hat sich auf den ersten 5-6 Positionen ja nichts verändert nach dem Start. Andersen hat mit Mons getauscht, Meyer mit Meyer. Und sonst haben hier alle vorne gut profitiert. Auch Matthias Weggel, auch wenn er die DT vergessen hat, hat viele Positionen gewonnen. Von der 24 auf die 14. Doch ein sehr, sehr gutes Rennen für ihn, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten hinten die, die verloren haben. Ewert 17, Kleefeld 23 verloren. Also teilt sich hier wieder, ja, wie immer so auf, wenn es eine große Kollision am Anfang gab. Die profitiert haben, sind weiter vorne. Und alle anderen natürlich da hinten. So, fahren wir mal AMG mit. Wir sehen, es wird ein bisschen dunkler. Bisschen Abendröte hier. Sehr schön, aber wie gesagt, Sterne werden wir nicht sehen. Rennen geht jetzt noch gleich 10 Minuten ungefähr. Also gehen jetzt langsam in die Schlussphase rein. Und ja, der Start war wie gesagt etwas wild, die ersten Runden. Aber im Laufe des Rennens hat es sich gut sortiert und da haben wir jetzt auch keine größeren Vorfälle mehr gesehen. Und ja, erwarten hier noch den einen oder anderen Angriff. Vor allem auch, apropos Weggel, der wird nämlich gerade von Langhorst unter Druck gesetzt hier. Vom Alexander. Weggel sehen wir hier vorne im schwarz-gelben Audi, der hier ja keine Position direkt vor sich hat. Das müsste, ich weiß gar nicht, wer das ist. Pay ist das, glaube ich, gewesen. Ja, die 74 hier. Der macht hier schön Platz, lässt die alle vorbei. Pay ist auf der 31 unterwegs. Also hat sich da schon rausgehalten aus dem Zweikampf. Jetzt gucken wir mal. Reicht jetzt für den Honda schon? Weggel geht hier auch schon relativ weit in auf die Kurve zu. Merkt aber, der Honda greift noch nicht an. Deswegen konnte er wieder auf die Ideallinie gehen. Aber ich glaube, Langhorst hat da in den letzten Runden ganz gut aufgeholt. 41,8 war seine schnellste... Nee, was erzähle ich da? 41,9 war seine schnellste Runde. Und Weggel eine 42,7. Also doch, da sind, glaube ich, auch einige Zehntel Abstand. Oh, wer steht denn da? Die 41, das ist Jan Hansel auf der 31. Der hat das Auto leider verloren in der Längskurve, denke ich mal. Aber wir bleiben hier beim Zweikampf. Sieht sehr, sehr spannend aus auf jeden Fall. Wir fahren mal Weggel mal mit. Ja, Chris Heyer da hinten, der McLaren, der da hinter dem anderen BMW, hinter Daniel Pay noch steckt. Der kommt da auch näher und näher natürlich. Aber erstmal muss er da am BMW vorbeikommen.
denke, wird kein großes Problem sein. Daniel Play hatte da eben ja auch wunderbar Platz gemacht hier an der Stelle für die anderen beiden. Es kommt Vettel hier doch ein bisschen besser raus. Da hat der Honda ordentlich Körb mitgenommen. Ein bisschen Traktion vielleicht gekostet. So, die beiden McLarens 4 und 5 inzwischen schon 2 Sekunden jetzt doch auseinander. Anderson hat da etwas abreißen lassen müssen aktuell. Weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ja, leider der Zweikampf jetzt ein bisschen in die Ferne gerückt. Mal schauen, vielleicht gibt es ja in den letzten Minuten nochmal einen Angriff. Ist ja gerne so. Aber im Mittelfeld sehen wir hier viele, viele orangene Zahlen. Da ist noch bei Weitem nicht viel entschieden. Hat sie im Qualifying auch angedeutet. Hatten ja da zum Teil wirklich 4, 5 Autos innerhalb von einer Zehntel. Und die finden sich auch im Rennen hier zusammen. Und Vettel kann sich erstmal auf der 14 halten, während wir mal kurz zusammen mit Farmer gehen. Der hängt hier ja immer noch am Eckart dran. Oder hinterm Eckart und vor dem Brei. Ja, es geht auch wieder in den Verkehr rein. Das ist, weiß ich nicht, das ist Cruz, ein weißer McLaren auf jeden Fall. Ja, müsste Platz 27 sein, der jetzt hier ein bisschen weit geht. Ja, da müsste der Honda auch noch vorbeikommen. René Brei dahinter der Nissan. Versucht es auch nochmal. Ja, sollte gut gehen. Wunderbar. Also alle drei Autos hier vorbeigekommen. Schönes Dreierpäckchen, was wir hier sehen. Ja, mal gucken, ob Farmer jetzt noch irgendwie da vorbeikommt oder ob er sich vielleicht eher sogar verteidigen muss. René Brei hängt ihm jetzt ja direkt hier am Diffuser dran. Also eine sehr, sehr schwitzige Angelegenheit für ihn. Konzentration nach vorne und nach hinten. Und wir sehen immer mehr rote Zahlen. Anwand ist jetzt hier an Detlef Kebb dran. Und hinten ist Moritz und Kipfer sind da irgendwie kollidiert, wie es aussieht. Da gab es wahrscheinlich ein Überholmanöver vom Bentley. Ich weiß nicht, der BMW schien mir da ein bisschen wegzurutschen oder einen Curb mitgenommen. Vielleicht ist er da ein bisschen langsam geworden. Der Bentley konnte nicht mehr reagieren. Hat aber jetzt hier, glaube ich, gewartet. Ja, jetzt sehen wir es hier im Live-Bild wieder. Lässt auch den Kipfer wieder vorbei. Damit hat sich positionstechnisch nichts getan. Aber der nächste Angriff, da gibt es auch die Entschuldigung per Lichthupe. Nächster Angriff wird hier sicherlich nochmal folgen. So, Gera. Oh, zu dritt geht es hier durch die Schikane. Hätte ich fast gesagt, durch die Hahnadelkurve. Das sind aber, glaube ich, gar nicht alles Positionen gewesen. Guerra wollte da, glaube ich, Till gerade angreifen, den gelben BMW. Links daneben der schwarze ist Platz 31, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist auf jeden Fall keine direkte Position. Da wurde es aber gerade ordentlich eng, da oben auf dem Berg. Also selbst bei dem 1-Stunde-Rennen haben wir tatsächlich ein bisschen Überrundungstrouble. Das kommt aber nur durch die ganzen Reparaturstops. Normalerweise, ja, wäre das nicht unbedingt so. Everts mit einer gelben Flagge. Da wahrscheinlich nur ein paar Leute durchgelassen, nehme ich mal an. Ja, wir gucken mal kurz bei den beiden McLarens. Also wir sehen Mons hier mit inzwischen 2,6 Sekunden Vorsprung. Also der Daniel kann jetzt momentan doch nicht angreifen. Wie gesagt, ist nicht super schlimm, verliert jetzt nicht ganz so viele Punkte. Everts, sein direkter Konkurrent auf der 26, der muss ordentlich federn lassen. Also hier auf den ersten 7 Positionen scheint sich erstmal alles geordnet zu haben. Pierre Meyer auf der 3 unterwegs, hat sich jetzt hier inzwischen wieder gefangen natürlich. Und 3,7 Sekunden Vorsprung vor der nächsten Position sollte eigentlich reichen, um dann auf dem Podium nach Hause zu kommen. Ja, Position 2 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Bisschen schade da durch den eigenen Fehler. Hat er da leider an Alex Meyer die Position abgeben müssen, der da ein sehr, sehr unauffälliges Rennen fährt auf der 2. Position. Unauffällig, aber sehr erfolgreich. Ja, damit bleiben uns die anderen 2 Kämpfe hier im Mittelfeld. 6 Minuten haben wir noch. Also noch bei 4 Runden sowas um den Dreh rum. So, gibt es jetzt hier den Angriff? Oh, Moritz Kipfer. Da gibt es jetzt nochmal den Angriff vom Bentley. Da ging es jetzt aber sauber vorbei wahrscheinlich. Ah, da kam der BMW auch einen Tick zu weit raus. Und dann mit der Bentley jetzt hier endgültig vorbeigegangen auf die 24. Remo Kipfer, den sehen wir hier auf der Innenseite im BMW. Da geht noch ein Ferrari vorbei. Ist aber eine Überrundung. Keine direkte Position. So, Guerra. Und Patrick Till haben wir hier im Bild. Ups, wer rutscht da weg? Daniel Pay ist das auf der 30. Aber hat keinen Einfluss hier auf die anderen Kollegen. So, eine DT für die 74 gab es inzwischen. Ist bei Bus los. Oh, kam hier ein bisschen off-track. Guck mal kurz die 74. Wo ist sie denn? Moment, ich finde sie. Ah, Daniel Pay war das. Ah ja, der hatte eine DT inzwischen.
Ah, Peter Lindner, bisschen optimistisch da. Tick zu schnell gewesen oben. Nicht ganz so schlimm. Bisschen, oder breit genug ist die Strecke, dass man da entsprechend verkürzen kann. So hinten der Honda, der macht schon mal ein bisschen Lichthupe. Wer ist denn das? Das ist der Keep, müsste das sein, ja. Der Keep, ja, der hat es auch eilig, denn Danny Anwand, der BMW, der drückt da von hinten ein bisschen. Also Honda hat sich schon mal bemerkbar gemacht hier für die Überrundung auf der jetzt 11. Position. Top 10 wird wahrscheinlich eher nichts mehr, 7 Sekunden. Patrick Till irgendwo mit einer gelben Flagge. Nach den SS müsste das gewesen sein, ist jetzt aber schon wieder unterwegs. Guerra geht doch mal vorbei. So, jetzt gibt es hier, ja, keinen Angriff, sondern ein bisschen Windschatten mitnehmen, damit er hier am BMW vorbeikommt zum Überrunden auf der Innenseite. Gucken der McLaren davor, ob der auch noch überrundet wird. Da gibt es nochmal die Lichthupe. Der BMW kann auf jeden Fall hinterherziehen. Das heißt, da wurde man im Zweikampf auf jeden Fall nicht gestört. So, das ist Alex Cruz hier auf der 27. Position. Lässt hier den Honda vorbei. Der BMW sollte jetzt auch noch vorbeikommen. Aber klar, der hat es auch eilig, denn der Lindner ist der BMW, der ihn angreifen will wiederum. Aber hat sich gut geordnet. Die beiden Teamkollegen sehen wir hier, die beiden BMWs. 88 hier. Ja, aber jetzt haben sich geordnet, die beiden davor im Zweikampf. Und Alex Cruz muss sich hier ordentlich verteidigen. Und von hinten kommt Nick Kleefeld noch an. Der Lamborghini. Also der hat da gut profitieren können natürlich durch die ganzen Überrundungsmanöver. Hat hier nochmal richtig gut aufholen können, verkürzen können. Also hier haben wir auch nochmal eine schöne Dreiergruppe auf den letzten Punkteplatzierung. Daniel Pell trotz DT auch noch ein Punkt, den er jetzt hier mitnehmen kann, eventuell. Jürgen Hofmann auf der 31 ist 3 Sekunden weg, der Bentley auf der 32 2 Sekunden. So, Kleefeld außenrum jetzt. Eieiei. Außenrum, reicht es nicht. Der BMW kann auf jeden Fall daneben bleiben. Ja, aber muss sich hinter einordnen. Also, ja, Lindner bleibt hinter dem Lamborghini erstmal. Ja, muss man aufpassen. Ey, Missverständnis, da gab es, glaube ich, jetzt die Kollision mit Cruz, der weggedreht wird. Und jetzt hier natürlich die eine oder andere Position verliert. Ja, Nick Kleefeld hat jetzt 2 Positionen gewonnen, genau. Den Lindner hat er überholt und Cruz, ja, hat er leider weggedreht. Oh, no, Butch hinten kollidiert da mit Cruz. Da gehen wir kurz nochmal ins Replay rein. Was war denn da passiert? So, da unten ist der M6, der da irgendwie wegrutscht. Und dann, ah, Gegenpendler. Und da konnte Cruz, glaube ich, auch nicht mehr wirklich reagieren. Ja, schade für ihn, aber auch für Jan Butch natürlich, der hier jetzt ordentlich durchgereicht wird mit seinem demolierten M6. 2 Minuten noch, das heißt, er wird eher nicht mehr reinfahren, sondern irgendwie gucken, dass er die Karre nach Hause bringt. Eine Position insgesamt verloren, aber jetzt gerade gefühlt, ja, eine Handvoll verloren. Müsste irgendwo 14, 15 unterwegs gewesen sein. Ah, sehr, sehr schade. Da gehen natürlich auch nochmal so einige Punkte verloren, leider. So, Samuel Farmer außenrum gegen den Audi, gegen Eckhardt. Hängt da ja schon einige Zeit hinterher. René Preis schaut sich das auch schon die ganze Zeit an. 19 Grad haben wir noch. Mal gucken, wo ist der Erste. Ja, müsste noch knapp eine Runde gleich geben, also 2 Stück. Engel hat schon wieder eine gelbe Flagge. Jürgen Hofmann steht hier in der letzten Kurve rum. Und Falk Moritz, der Bentley, steht hier hinten rum. Eieiei, Kipp war vorbeigegangen. Der McLaren ist eine Überrundung. Müsste Andersen sein. Ja. Ja, der kann, wie gesagt, nicht mithalten. 3,6 Sekunden, 4 Sekunden hinter Mons. Ja, sehr, sehr schade. Schade ist es hier nicht. Ne, Chris Heil ist auch direkt ran hier an Weggel und Langhorst. Also hier geht es auch nochmal richtig zur Sache. Da haben wir noch 2 Runden vor sich. Also auch hier nochmal richtig Geschwitze auf den letzten Metern. Und dann geht es, wie gesagt, in 2 Wochen auf Imola nochmal zur Sache. Oh, Eckhardt jetzt mit der gelben Flagge. Der war da in der Dreiergruppe unterwegs. Gab es da eine Berührung? Oder hat das Auto selbstständig verloren? Wurde da ja von Farmer und Brei ein bisschen unter Druck gesetzt. Ah, letzte Kurve verliert er. Und die anderen beiden rutschen gerade so durch. Und oh, der BMW hat gut aufgepasst. Ist aber keine Position. Ja, aber schade jetzt für Jerome Eckhardt natürlich. 2 Positionen verloren. Immer noch in den Top 10. 2 gewonnen insgesamt. Hätte aber noch einen Tick weiter vorne sein können. Damit hat sich die Dreiergruppe zu einem Duell minimiert hier. René Brei jetzt nochmal gegen Farmer. Auch hier auf den letzten Metern jetzt unterwegs. Guck mal kurz hinten, verpassen wir da irgendwo was. Kleefeld. Cruz hat ihn wieder vorbeigelassen vielleicht. Könnte sein, hatte ihn ja getroffen. Wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, dass er ihn wieder vorbeigelassen hat da und die Position zurückgegeben hat. So, wir gucken mal kurz auf den Ersten. Der ist jetzt in der letzten Runde, Zeit läuft jetzt ab. Er ist Richtung T2 unterwegs. Dennis Precourt, halbe Minute Vorsprung. Mit der schnellsten Runde
40,7 habe ich hier stehen. Ja, ich glaube, der Einzige, der eine 40er-Zeit gesetzt hat. Ansonsten in Top 10 auch mal 41er. Ab den Top 10 haben wir 42, hinten so 43er-Zeiten in den schnellsten Runden. So sieht's aus. Ja, bleiben wir mal hier, glaube ich, weil... Guck mal, sonst verpassen wir nicht so viel hinten. Glaube ich, hat sich's auch soweit jetzt sortiert. Mittelfeld haben wir noch so ein bisschen was. Jetzt ist die Frage, ob Vettel sich Position 13 hier noch retten kann. 11 Positionen ging es da vorne. Also gehört auf jeden Fall mal zu den Piloten, die heute ordentlich gewonnen haben. Könnte eine seiner besten Platzierungen sein, bin mir gar nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber Richtung Top 10 ist eigentlich mal ein gutes Ergebnis für ihn. Und Moldenhauer geht jetzt hier gerade an Taipiona vorbei. Taipiona müsste der grüne Aston Martin sein. Ja, hier auch ein bisschen Überrundungstrouble. Dahinter haben wir den Graz, auch wieder ein Aston Martin, einen grünen. Und René Brey, ja, guckt, ob er jetzt hier nochmal Honda vorbeikommt. T1, die sind jetzt in der letzten Runde. Hinten gab es noch eine kleine Berührung zwischen Geis und Taipiona. Geis, Taipiona nochmal an Geis vorbeigegangen. Und auch wenn man das halbwegs in Ordnung war, auch wenn es eine kleine Berührung gab. Müssen wir jetzt schon mal auf den ersten gehen. Ja, müssen wir, denn Dennis Pecor kommt hier am Abend auf Kialami ins Ziel. Jan Butt, hier sehen wir da links noch, der hier den Einschlag ja letzte Runde noch hatte. Hat es jetzt aber auch geschafft. Auf Position 20 immerhin. Dennis Pecor holt sich hier seinen 6. Sieg im 8. Rennen. Also komplett auf Kurs, die Meisterschaft zu holen. Alex Meyer hier wird Zweiter. Haben wir gar nicht so viel Bild gehabt. War aber nicht so viel los, was gut für ihn ist. Ich weiß gar nicht, wo ist er in der Gesamtwertung? Warum finde ich ihn jetzt gerade nicht? Ja, aber auf jeden Fall holt er sich ordentlich Punkte hier, der Ferrari. Schöner Markenmix hier vorne. Auf der 3 haben wir Pierre Meyer. Nochmal ein bisschen, ja, Schadensbegrenzung betrieben. Platz 2 wäre vielleicht nochmal drin gewesen. Leider einen Fehler gehabt auf der 3, aber Stefan Mons auf der 4 stand da ja länger unter Druck, nämlich vom Daniel Andersen. Aber der konnte dann am Ende noch nicht mehr ganz mithalten. Was ist jetzt nochmal los hier? Rudi Geis verliert schon wieder Position. Macht da, glaube ich, gerade Lichthupe. Gucken wir mal, was da passiert ist. 2 Positionen verloren. Der erste Aston Martin auf der Innenseite. Und der zweite vorbei. Muss er vielleicht Sprit sparen? Ich weiß es nicht genau. Sah aber relativ easy aus, wie die da vorbeigekommen sind. Ja, da ging es jetzt doch 2 Positionen nach hinten, auch von seiner Startposition. Gucken wir kurz mal hier. Brey kann sich vor Farmer retten. Nee, kann sie nicht retten. Ist nochmal vorbeigegangen irgendwo. Der Honda jetzt hier auf der 9. Position. Und Jerem Eckert dahinter. So, Detlef Kep rettet sich aber hier vor Danny Anwand nochmal. So, Matthias Weggel rettet sich vor Langhorst, holt sich also Position 13. Da haben wir Chris Heyer auf der 15. Auf der 16 haben wir Moldenhauer. Alex Graz auch nochmal eine Position gerade gewonnen. Oh, 22 hat er gewonnen. Also, der dürfte der sein mit den meisten Positionsgewinnen. Ganz, ganz stark hier. Klar, der musste von hinten starten. Der durfte, glaube ich, kein Quali fahren. Ja, da wäre es normalerweise nochmal ordentlich nach vorne gegangen. Und sonst sind, glaube ich, tatsächlich alle schon im Ziel. Carsten König hier, der aus der Box gestartet war. Ja, immerhin Platz 35. Ja, ein bisschen schade. War eine Position weiter vorne gestartet. Ja, aber dann haben wir alle im Ziel. Gehen wir hier kurz zur Garage. Und nochmal ins Studio. Warum sieht mein Bild so kacke aus, Mann? Weiß nicht, was mit der Webcam heute los ist. Aber nicht so schlimm. Ja, also, sehr, sehr schönes Rennen. Eine sehr turbulente Startphase heute. Kommt nicht oft vor tatsächlich bei Hovesim Racing. Aber dann hat es sich gut geordnet und wir hatten viele, viele 2- und Mehrkämpfe wirklich die komplette Stunde. Und haben, wie gesagt, in 2 Wochen nochmal ein Rennen, das letzte Rennen dann auf Imola. Das werden wir natürlich hier auch dann sehen am Donnerstag um 20 Uhr. Jetzt schaue ich mal, wohin wir noch raiden könnten. Bestimmt noch einige unterwegs hier. Guck mal, wird hier noch gefahren? Nee, hier ist auch schon vorbei. Gucken wir mal hier kurz rein. Ah, hier wird noch gefahren. Gehen wir dahin. Bisschen Imola-Action. Da rennen wir nochmal rüber zum Kessley. Ja, also, wie gesagt, in 2 Wochen. Ich muss meine neue Kamera kaufen, glaube ich. Sind wir dann in Imola unterwegs. Der Doni, danke noch für dein Follow. Mr. AGM auch noch danke für dein Follow vor 8 Minuten. Ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Ich denke, wir hatten ein ganz schönes Rennen. Ich denke, in 2 Wochen wird es ähnlich interessant werden.
Ansonsten sehen wir uns am Samstag spätestens, VCO bei LFM. Zappi wird einen Start machen. Denke, Andi da nachmittags und ich dann werde dann die Schlussphase nehmen. 9 Stunden Quota haben wir da auf dem Plan. Wir raiden, wie gesagt, nochmal rüber jetzt. Lasst ein paar Grüße da, ein paar Follows, ihr wisst Bescheid. Wünsche euch einen schönen Abend und dann bis spätestens Samstag. Ciao, ciao.